Hallo. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Weltall und Wissenschaft zum Einschlafen. Dieses Format existiert seit 2 Tagen, ich glaube seit gestern Abend. Aber ich finde das Konzept eigentlich ganz cool, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, es erinnert mich daran, was ich selber mache. Ich gucke selber YouTube-Videos super gerne zum Einschlafen. Und vor allem so Wissenschaft ziehe ich mir gerne rein. Ich hab überhaupt erst angefangen, mich für Wissenschaft zu interessieren, weil ich ganz einfach, weil ich Quantenphysik-Podcasts und Quantenphysik-Dokus zum Einschlafen geguckt habe im Internet auf YouTube. Und genau damit machen wir weiter. Also das ist im Grunde die Inspiration für diese Streams gewesen und ich habe damit angefangen, meine Begeisterung dafür zu teilen. Und ja, plötzlich hat mich das Thema so gepackt, dass ich daraus einen ganzen Kanal gemacht habe. Content für viele, viele... Wir schreiben den 9. Oh, hoppala. Entschuldigung. Das sollte nicht mehr passieren heute. Ich habe extra versucht, ein wenig am Audio zu schrauben, dass wir angenehmes Audio haben. Das heißt, falls ihr jetzt gerade kurz überrascht wart davon. Vom letzten Stream haben wir heute ein wenig was optimiert. Hallo an alle im Livestream-Chat auf YouTube und auf Twitch an der Stelle, die gerade reingekommen sind. Vielen Dank, schön, dass ihr einschaltet mal wieder. Ich habe ein bisschen was optimiert und zwar auf der einen Seite habe ich die Donation und Sub-Alerts ausgeschaltet. Das heißt, Donations und Superchats werden nicht mehr vorgelesen von einer nervigen Computerstimme. Und es gibt einen Ton, wenn jemand subscribt, aber das ist nur so ein Bling. Das heißt, das könnte sein, dass euch das eventuell noch stört beim Einschlafen. Das müsst ihr mir einfach feedbacken, wenn ihr sagt, hey, ich höre mir das tatsächlich zum Einschlafen an, bitte deaktiviere die Subsounds komplett. Dann können wir das auf jeden Fall einrichten, das ist gar kein Problem. Und auf der anderen Seite habe ich mir jetzt eine Policy gesetzt, das war nämlich das Problem gestern. Ich gucke keine Videos mehr auf 1,25-facher Geschwindigkeit. Das habe ich gestern blöderweise gemacht. Ich habe dann aber realisiert, dass das super nervig ist, wenn man einschlafen möchte und währenddessen Harald Lesch in 1,25 oder 1,5-facher Geschwindigkeit dahin brabbelt. Das war noch suboptimal. Das sehe ich auf jeden Fall ein. Und deswegen wollen wir heute das Ganze komplett auf einfacher Geschwindigkeit lassen, ganz normal. Genau. Das sind also ein wenig die Spielregeln für heute. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, inwiefern ihr gewisse Dinge optimiert haben wollt. Wie gesagt, wir probieren das komplett aus mit Sub-Alerts und Donos aktiv, die aber nicht vorgelesen werden. Wer schläft denn um 9 Uhr? Tatsächlich, du wirst lachen, meine komplette Familie ist bereits im Bett. Ich bin der Einzige, der noch wach ist. Also auch die andere erwachsene Person schläft bereits und unser Kind, na gut, das Kind ist natürlich auch sehr klein. Aber ja, natürlich der Livestream ist jetzt um 21 Uhr, aber das VOD von dem Livestream kann natürlich jederzeit geguckt werden. Und für alle, die nicht einschlafen wollen, da freue ich mich über rege Beteiligung im Chat auf eine interessante Unterhaltung mit euch. Falls ihr auch Inputs habt zu dem, was wir uns jetzt gleich anschauen werden, schreibt es gerne rein. Ich versuche ein bisschen auf Kommentare einzugehen und wir werden weitermachen mit dem Harald Lesch-Video von gestern. Ich habe es allerdings heute Vormittag ein bisschen weiter geguckt. Das heißt, wir machen ein bisschen später weiter als das, womit wir gestern aufgehört haben. Und vielleicht noch ein bisschen Kontext. Warum gucke ich mir diese Videos an? Warum reacte ich auf Science-Content? Auf der einen Seite schreibe ich gerade mein zweites Buch. Das erscheint am 1. oder 2. Oktober 2024 und sollte auch bald ab April vorbestellbar sein. Ein Buch, welches auch wieder als Hörbuch erscheinen wird. Falls ihr also Wissenschaft und Space zum Einschlafen wollt, hört euch doch gerne dieses Hörbuch an, wenn es draußen ist. Falls ihr jetzt schon Lust habt, mein erstes Buch gibt es auch als Hörbuch von mir vorgelesen. Fast alles einfach erklärt. Das gibt es sogar auf Spotify, aber genauso auch auf Audible und überall, wo es Hörbücher gibt. Also falls euch sowas interessiert und ihr meine Stimme angenehm findet, könnt ihr mich ganze 7 Stunden lang beim Vorlesen meines eigenen Buches über Wissenschaft und das Weltall zuhören. Ich mache meinen Content primär nicht, damit man dabei einschläft, das möchte ich einmal ganz klar sagen. Aber wenn es Leute gibt, die das gerne zum Einschlafen nutzen wollen, be my guest. Wie gesagt, ich verurteile da niemanden.
Ich verurteile niemanden, der gerne zu Wissenschaftscontent einschläft. Und genau, das zweite Buch, das erscheint im Oktober 2024 und dann eben auch ein neues Hörbuch. Und es gibt neue Themen in diesem Buch. Aktuelle Wissenschaft, woran beißt sich die Wissenschaft gerade die Zähne aus? Was sind Gebiete, die interessant sind zu erforschen? Und eine Sache, mit der ich mich eben beschäftigen möchte in diesem Buch, ist auch die Frage des Reisens in der Zeit. Da kommen zwei Dinge zusammen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Ich möchte einmal wissen, können wir fremde Planeten besuchen? Sind wir in der Lage, als Menschheit wirklich unser Sonnensystem zu verlassen und woanders hinzureisen? Ist das physikalisch mit den Naturgesetzen, die wir kennen, überhaupt möglich? Und wenn ja, wie? Und dementsprechend gehören zwei Sachen dazu für mich. Das ist einmal Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit und auf der anderen Seite Zeitreisen. Und das hängt beides eng zusammen, wenn man der Relativitätstheorie Vertrauen schenken mag. Das ist das eine Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Das ist das, was etwas weiter hinten raus im Livestream angesprochen werden wird oder hinten raus im VOD, wo auch immer ihr gerade schaut. Und auf der anderen Seite fangen wir jetzt erstmal an mit einem Vortrag von Harald Lesch, den wir bereits gestern angefangen haben, wo es um die Weltformel geht. Der Versuch der Physik... Also was ich Ihnen jetzt erzähle... Verzeihung, der Versuch der Physik, dass wir die vier großen Kräfte des Universums, die das Universum ausmachen, in einer großen Theorie beschreiben können. Lieber jetzt als in der Schule einschlafen, schreibt jemand im Chat. Das ist es. Und vielleicht nimmst du noch unterbewusst etwas für die Schule mit. Das ist es doch. Also, ich begrüße alle, die eingeschaltet haben, Fasia, Mr. Jakob, Nikita und Elite Rage. Und ich habe heute ein wenig auf Arbeit prokrastiniert. Ich habe mir nämlich neue Twitch- und YouTube-Emotes generieren lassen von DALL-E. Das heißt, ihr habt jetzt neue Emotes im Twitch-Chat, sind die kostenlos zu benutzen, also zumindest drei oder vier. Könnt ihr mal gucken und mal welche in den Chat posten und sagen, wie die aussehen. Weil ich finde, wenn man sie dann im Twitch-Chat sieht, denkt man sich so, oh, die ist doch sehr klein. Also es gibt ein paar Emotes auf Twitch, die sind for free benutzbar. Und für Menschen, die Lust haben zu subscriben, gibt es noch einen großen Badge. Und zwar habe ich ein bisschen zusammen mit ChatGPT gebrainstormt, was man für Emotes benutzen könnte. Diese Emotes gibt es auch auf YouTube, ein paar weniger. Aber die Stimme ist etwas leise, schreibt jemand. Okay, ich versuche mich selber ein bisschen aufzudrehen. Sagt gerne Bescheid, ansonsten kann ich noch mehr machen. Jetzt ist der Gain relativ hoch. Genau, auf Twitch gibt es also ein paar kostenlose Emotes. Auf YouTube gibt es welche, die bei den Mitgliedschaften integriert sind und auf YouTube auch, bei Twitch auch, wenn man subbt, kriegt man noch viel, viel mehr. Und die Idee, die ChatGPT und ich hatten beim Generieren der Emotes, war, Pepe the Frog in einen Astronautenanzug zu setzen. Also wir haben einfach versucht, so ein bisschen die Idee war, okay, wie können wir gewisse Internet-Memes und Emotes auf diese ganze Space- und Science-Welt anwenden. Und da fand ich eigentlich die Idee, Pepe mit so einem Mindblow Sprengkopf und dem Astronautenanzug. Aber ich muss sagen, so klein wie er aussieht, muss man ein bisschen genau hingucken. Kannst du mal eine Collab mit den Squawk Science Cop machen? Ey, ich finde den Podcast super cool, der von den Science Cops, und fände das super interessant, mal was zu machen. Alrighty. Genau, ich hoffe, dass ihr euch angeschnallt habt und Lust habt, ein wenig weiter zu lernen. Wir machen auf der Hälfte von diesem wunderbaren Harald Lesch Video weiter. Für die Leute, die es interessiert, das Video heißt Harald Lesch, Stringtheorie, Weltformel, Standardmodell, Dimensionen vom Rand der Erkenntnis. Und zwar auf dem YouTube-Kanal Urknall, Weltall und das Leben. Soweit also zur Transparenz. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und unterhalten uns ein bisschen über Wissenschaft. Überall, aber eben abgeschirmt, weil es unterschiedliche Ladungen gibt. Aber diese zwei Kräfte hier, die wirken nur im Atomkern. Also das, was wir jetzt quasi zuletzt festgestellt haben, ist, dass Materie, dass das Universum beherrscht ist von vier Kräften. Der elektromagnetischen Kraft, der Schwerkraft, der starken Kernkraft und der schwachen Kernkraft. Elektromagnetische Kraft kennen wir alle als Elektromagnetismus, also Elektrizität und Magnetismus, wenn ihr zwei Magnete zusammenhalt und die ziehen sich an. Oder eben, wenn, weiß ich nicht, ihr so einen Luftballon an eurem Pullover aufreibt und dann an eure Haare haltet. Und das Ganze funktioniert eben genau als elektromagnetische Kraft. Die Schwerkraft kennen wir auch alle. Jeden Tag, wenn wir hinfallen oder uns Dinge runterfallen, dann werden wir schmerzhaft daran erinnert, dass wir auf einem Planeten mit Schwerkraft leben.
Und das finde ich eigentlich sehr, sehr praktisch. Und dann gibt es eben noch die Frage, wenn wir uns einen Atomkern anschauen, warum kann dieser Atomkern Protonen im Kern vereinen? Wir wissen ja, positive Ladungen stoßen sich ab. Also wir haben positive Ladungen von Protonen und wir wissen, Dinge mit positiven Ladungen stoßen sich gegenseitig ab. Also positiv und positiv stößt sich ab und negativ stößt sich ab. Genauso zieht sich positiv und negativ an und also warum können dann Protonen, die positiv geladen sind, komplett super eng kompakt zusammen in einem Atomkern existieren? Warum geht das? Dafür wurde die starke Schwerkraft entdeckt, postuliert und entdeckt. Das ist die Kraft, die Atomkerne zusammenhält, eine unfassbar starke Kraft, muss man an der Stelle sagen, wirklich extrem stark. Und ich habe mir auch Notizen gemacht dazu, wie stark genau diese Kraft ist. Also es gibt die elektromagnetische Kraft, haben wir angesprochen. Die Schwerkraft ist 10 mal 10 hoch 36 mal schwächer als die elektromagnetische Kraft. Also die Kraft von Magneten ist wesentlich stärker als die Kraft der Gravitation eines Planeten. Die starke Kernkraft ist 100 mal stärker als die elektromagnetische Kraft. Also nochmal darüber, über der elektromagnetischen Kraft, steht ganz stark die starke Kernkraft. Und die schwache Kernkraft, das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass Atomkerne zerfallen bei Radioaktivität, die ist ein Hunderttausendstel so stark wie die starke Kernkraft. Und diese vier Kräfte machen das Universum aus. Und jetzt wollen wir ein bisschen versuchen zu verstehen, warum die Physik daran scheitert aktuell, diese vier Kräfte zu vereinen, beziehungsweise einige dieser vier Kräfte zu vereinen. Das weiß man heute. Und man weiß auch, dass die Materie eben aufgebaut ist aus Photonen, die abgegeben werden können. Also das sind die Sagt gerne Bescheid, wie die Lautstärke von Harry ist. Teilchen des Lichtes. Das sind die Teilchen, die die elektromagnetische Kraft vermitteln. Dann gibt es möglicherweise, das wissen wir bis heute noch nicht, Gravitonen. Das sind die Teilchen, die vermitteln die Gravitation. Muss man allerdings ein großes Fragezeichen dahinter setzen, haben wir noch keine Ahnung. Also Photonen kennen wir, das sind Lichtteilchen, die übermitteln die elektromagnetische Kraft. Und dann gibt es vermutet, dass es eventuell Gravitonen gibt, also Teilchen, die die Schwerkraft übermitteln, aber die haben wir bis heute noch nicht gefunden. Wir verstehen fundamental tatsächlich nicht, wie Schwerkraft funktioniert. Einstein hat eine sehr, sehr gute Erklärung dafür gefunden. Er sagt, die Raumzeit wird verbogen von massereichen Körpern. Und diese Biegung und Krümmung der Raumzeit sorgt dafür, dass Körper sich gegenseitig anziehen oder umeinander kreisen. Aber das große Verständnis, warum, wie Schwerkraft dann genau auf einem fundamentalen Teilchenlevel funktioniert, das haben wir nicht. Dann gibt es hier die sogenannten Gluonen. Das sind die Teilchen, die die starke Kraft vermitteln. Die kennen wir. Und bei der schwachen Kernkraft gibt es W- und Z-Bosonen. Das hört sich alles so finnisch an, ne? Gluonen. Das könnte Matti Gluonen sein. Harald, einfach mit den Jokes. Das könnte Matti Gluonen sein. Aber ey, strong, nehme ich. Skispringer, ne? Also so kann man sich vielleicht ganz gut merken. W- und Z-Bosonen, und die kennt man auch. Ups. So. Auf der anderen Seite, beim Aufbau der Materie, gibt es eben Elektron. Das zeichne ich nur mal so hin. E-. Und es gibt Protonen. Und es gibt Neutronen. Und diese beiden Teilchensorten bestehen aber de facto aus U- und D-Quarks. Das ist übrigens das Material, aus dem Sie und ich so bestehen. Sie und ich, wir sind nur Elektronen und Up-and-Down-Quarks. Ja, hätten Sie nicht gedacht, ne? Also das finde ich stark auf einem fundamentalen Level zu sagen, okay, das sind die Dinge, aus denen wir bestehen. Es sind effektiv Elektronen und dann ist alles andere Up-and-Down-Quarks. Was genau Quarks sind, das finde ich auch so ein verrücktes Konzept. Das will ich auf jeden Fall auch in meinem Buch ein bisschen erforschen, mehr dazu sagen. Also wirklich, kann man Quarks nicht noch weiter aufteilen? Das wäre die große Frage. Im Twitch-Chat begrüße ich Lama, einen langjährigen Twitch-Mod, der sich wahrscheinlich extrem darüber wundert, dass ich mal wieder live bin, weil ich lange nicht auf Twitch gestreamt habe. Und auch alle im Chat bei YouTube grüße ich Regina, Hamburger Gamer etc. und so weiter. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Also, ja, tut mir leid. Und wenn man sich das jetzt mal so überlegt, also ein Gramm von uns besteht aus 10 hoch 24 Teilchen. 10 hoch 24 ist eine Million. Ein Gramm von uns besteht aus 10 hoch 24 Teilchen. Ein Gramm Mensch besteht aus 10 hoch 24 Teilchen. Also ein Gramm von uns besteht aus 10 hoch 24 Teilchen. 10 hoch 24 ist eine Million Trillionen Teilchen.
sagen wir mal, Sie haben so wie ich, so 80 Kilo oder was. Können Sie sich mal ausrechnen, aus wie viel Teilchen? Ich finde es geil, dass er sagt, das sind 1 Million Trillion Teilchen. Das sagt er halt so trocken, so in seiner Ich bin Astrophysik-Professor-Attitüde. Aber 1 Million Trillion klingt halt wie so eine Zahl, die so ein Kind, so ein Kindergartenkind sagt. So, wenn du fragst, und? Seid ihr schnell gefahren? Ja, wir sind 1 Million Trillion km/h gefahren. Aber Harald Lesch droppt halt einfach diese 1 Million Trillion als Fact darüber, dass wir 1 Gramm. So wie ich, so 80 Kilo oder was? Können Sie sich mal ausrechnen, aus wie vielen Teilchen Sie bestehen? Okay, können wir uns mal ausrechnen, aus wie vielen Teilchen wir Wahnsinn, ja. bestehen? Wir haben also, ich weiß nicht, ob Ecosia rechnen kann, aber das können wir gerne mal probieren. Wir haben also 10 hoch 24 Teilchen auf 1 Gramm und wir haben insgesamt 80 Kilogramm, das sind 80.000 Gramm. Ecosia kann leider nicht rechnen. Schade. Dann kleiner Lifehack für Leute, die Ecosia benutzen. Ich benutze Ecosia, weil ich den Browser ganz nice finde, weil der eben Geld an gemeinnützige Zwecke spendet. Aber manchmal muss ich dann doch zu Google gehen. Und um zu Google zu gehen, gebe ich einfach Google bei Ecosia ein und klicke oben auf den ersten Link. Und dann kriegt Ecosia trotzdem ein bisschen Werbegeld und die pflanzen Bäume von diesem Werbegeld. Feier ich. Und wir geben die Rechnung nochmal ein bei Google. 8e plus 28. So, wer weiß, was das bedeutet? Ausgeschrieben. Zahlen ausschreiben. Ist das 10 mal 8 hoch 28 oder 8 mal 10 hoch 28? Können wir die ausschreiben? Ungültige Eingabe, frech. Boah, bei so wissenschaftlichen Schreibweisen von Zahlen bin ich tatsächlich immer komplett lost. 8 mal 10 hoch 28, so rum. 8 mal 10 hoch 28. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer 8 mit 28 Nullen. Das ist schon nicht verkehrt. Also, Zahl mit 28 Nullen, wie heißt die? Kann man das herausfinden? Grahams Zahl. Wie heißt die Zahl mit 28 Nullen? Eine Quadrillion. Eine Quadrillion. Das ist schon nicht verkehrt. 8 Quadrillionen Teilchen machen Harald Lesch aus. Das heißt, wenn das bei 80 der Fall ist, dann ist es ja bei mir mit ungefähr 70 Kilo, werden es 7 Quadrillionen Teilchen sein. Fände ich auch korrekt, wenn unsere Waagen einfach nicht Kilogramm und Gramm angeben würden, sondern stellst du die Waage und es sind einfach so, das sind 8 Quadrillionen Teilchen. Da würden wir alle was mit anfangen können. Es ist unglaublich, unglaubliche Mengen, aber sie sind also letztlich nur up und down gewachsene Elektronen. Ist natürlich Quatsch, weil das ist ja reine Substanzbetrachtung. Was uns ja ausmacht, ist die Verbindung. Also von up und down Quarks hin zu einem Protein zum Beispiel, zu einem großen Molekül, das sei es nun als Haar ausfällt oder sonst irgendwas an uns anrichtet, es ist ja ein ewig weiter Weg, es ist ein sehr, sehr weiter Weg. Aber die Fundamente unseres Daseins sind jetzt bekannt. Und jetzt? Wo sind denn jetzt die Grenzen der Erkenntnis? Jetzt haben wir ja hier schon einen ganzen Katalog. Das sieht ja mehr so nach botanischem Garten aus. Es gibt eine Kraft, die ist elektrisch, es gibt eine Kraft. Sieht mehr nach botanischem Garten aus. Einfach Best of Harry 2000. Was ist das? 2015. Kraft, die ist Schwerkraft. Also, das erinnert ja fatal schon fast an die griechische Vorstellung, es gibt Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer. Ba, 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 ba. Hey, schon mit einem Vierer. Wunderbar. Sind wir nicht weiter? Ja, man könnte sich jetzt natürlich überlegen, gibt es, und das ist die große Vorstellung, die uns wieder an den Urknall zurückführt, an den Anfang des Universums, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass diese Kräfte zu vereinigen sind, zu einer einzigen Urkraft? Und gelänge es vielleicht sogar, eine Theorie für diese Urkraft zu ermitteln, mathematisch formuliert natürlich, dann wüssten wir auch zumindest die Gründe, weshalb sich das Universum, nachdem es sich in seine Existenz hineingeworfen hat, was für uns prinzipiell immer undurchschaubar sein wird, weil wir nichts darüber erfahren können. Wir wüssten aber dann über die Fortgänge nach dem Beginn. Immerhin, das wäre ja schon mal was. Also das. Hier benutzt Harald Lesch auf jeden Fall einen starken Begriff, weil er sagt, das wird für immer für uns für immer undurchschaubar sein. Und ich finde, das ist eine krasse, irgendwie ein crazy Mut, finde ich, von einem Wissenschaftler. Für sowas würde ich gerne mal Leute wie Harald Lesch interviewen oder tatsächliche
studierte Professoren und Professorinnen oder Wissenschaftler in der Physik und Quantenphysik so Aussagen wie immer zu treffen. Also sich so hundertprozentig sicher zu sein, sagen zu können, das werden wir nie erfahren, was vor dem Universum ist, weil wir einfach aufgrund der Beschaffenheit des Urknalls nicht weiter zurückgucken können als ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall aufwärts. Das heißt, die ersten 380.000 Jahre sind unseren Geräten einfach verschränkt. Ja, das ist Stand jetzt Fakt. Und wir können uns auch Stand jetzt überhaupt keine Art und Weise vorstellen, wie wir jemals einen Blick darauf bekommen könnten. Klar, Stichlos im YouTube-Chat schreibt, simulierbar ist es, das stimmt. Wir simulieren ja auch die ersten tausenden Jahre des Urknalls oder die ersten Mikrosekunden, die sich nach dem Urknall stattgefunden haben. Also versuchen, ein Modell zu bauen, welches dann exakt das Universum am Ende erzeugt, wenn man quasi davon ausgeht, dass gewisse Naturgesetze in diesen frühen Zeiten geherrscht haben. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass Menschen so eine Aussage treffen wie für immer, das werden wir niemals feststellen können. Und deswegen würde es mich gerne interessieren, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit in der Wissenschaft, haben Leute gesagt, das und das werden wir niemals hinbekommen. Ja? Albert Einstein selbst hat gesagt, er glaubt nicht daran, dass schwarze Löcher existieren und wenn sie existieren, werden wir sie niemals feststellen. Genauso wie Gravitationswellen. Das ist nicht lange her, dass der Mensch, der selber dessen eigene Theorie, die Existenz von schwarzen Löchern und Gravitationswellen postuliert hat, selber nicht dran geglaubt hat, dass wir sie jemals entdecken können. Fast forward 2015 entdecken wir Gravitationswellen am LIGO-Observatorium. Fast forward ein bisschen mehr 2019 und wir machen das erste Foto eines schwarzen Lochs. 2022, wir machen ein Foto vom schwarzen Loch in der Mitte und der Milchstraße, wo zwischen uns und diesem Mittelpunkt des Universums liegt auch so, so viel. Und wir haben innerhalb nur weniger Jahrzehnte vom Entfinden der Radioastronomie bis zum ersten Foto eines schwarzen Lochs sind wenige Jahrzehnte vergangen. Ja? Und trotzdem haben wir es so schnell geschafft, so und so schnell weiterzuentwickeln, dass wir auf einmal Fotos vom dem Mittelpunkt des schwarzen Lochs machen können. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, gut, dass bei dem Urknall, das ist was anderes. Wir wussten vielleicht schon theoretisch in der Physik der 40er und 50er Jahre, dass man irgendwie durch das Universum durchgucken könnte. Das konnte man sich schon ausmalen mit Radiowellen. Aber wer sagt denn, dass wir nicht eventuell irgendwann eine Technologie erarbeiten und wenn es nur eine 100 Jahre oder 500 Jahre in der Zukunft ist, dass wir Menschen es doch schaffen, tatsächlich zurückzublicken. Also ich würde ungern, ich bin aber auch kein studierter Physiker, muss man ja auch dazu sagen, aber ich würde mich jetzt ungern irgendwo hinstellen und sagen, das können wir niemals. Weil ich habe das Gefühl, mit Blick auf die Geschichte, dass das anders ist. Aber vielleicht müsste ich hier mal jemanden wie Harald Lesch genau zu dieser Frage selbst interviewen. Hast du schon was mit deinem Psychologiestudium gemacht, werde ich an der Stelle praktischerweise gefragt. Nein. Psychologiestudium schläft und ich studiere selber hobbymäßig Kosmologie. Was heißt hobbymäßig? Beruflich schreibe ich Bücher drüber. Aber mit Psychologie habe ich mich noch nicht weiter befasst. Das Baby ist auf der Welt, fängt an zu schreien und ab da können wir es verfolgen. Ja, jetzt kommt's. Photonen haben keine Ruhemasse. Mhm, okay. Keine Ruhemasse. Die haben zwar Energie, aber keine Ruhemasse. W- und Z-Bosonen haben eine Ruhemasse. Jemand schreibt im Chat noch, dass Physik zum Schluss Glaubenssache ist. Dem würde ich widersprechen. Physik ist auf jeden Fall nicht Glaubenssache. Ich glaube, dass wir das definitiv unterscheiden können, Wissenschaft und Glauben, dass wir natürlich bei der Wissenschaft am Ende Daten und Theorien zusammenführen wollen und dass die grundlegende Annahme von allem ist. Wenn wir Aussagen über irgendwas fällen, machen wir keine Glaubenssache draus, sondern wir versuchen, Theorie und Praxis zusammenzubringen, indem wir eine Theorie aufstellen, Vorhersagen über die Realität aufstellen und dann diese Vorhersagen mit der Realität abgleichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, aber auch gleichzeitig zu verstehen, dass die aktuelle Wissenschaft, wie sie passiert, tatsächlich doch häufiger Glaubenssache ist, als sie das vielleicht möchte. Wir werden ja auch innerhalb von diesem Lesch-Video noch die String-Theorie vorgestellt bekommen. Eine Theorie, der wahnsinnig viele renommierte Wissenschaftler anhängen, die so far fast nichts Praktisches für sich vorzuweisen hat. Die einfach nur theoretisch dasteht, aber der extrem viele Beobachtungsdaten fehlen. Genauso wie Supersymmetry, ebenfalls super beliebte große Theorie im Rahmen der Teilchenphysik und trotzdem strugglen die theoretischen Physiker, ihre Vorhersagen mit der Praxis zusammenzubringen.
Und stattdessen machen sie einfach immer wieder neue, andere Vorhersagen, wenn ihre letzten Vorhersagen sozusagen falsch waren. Also, richtig, jemand schreibt im Chat wissenschaftlich fundierte Annahmen. Das, finde ich, ist schon ein eher treffender Begriff. Und dass wir auch ein wenig unterscheiden müssen, dass was Wissenschaft eigentlich im Kern ausmachen sollte und wo sie sich teilweise befindet, weil wir eben extrem am Schwimmen sind. Je mehr wir herausgefunden haben, desto komplexer ist das Universum geworden und desto verrückter und schwieriger wird es, diese Vorhersagen zu treffen und auch zu überprüfen. Die ist so grob 90 Mal sind die so schwer wie ein Proton. Die sind also richtig, richtig schwer. Für Elementarteilchenverhältnisse dicke Brummer. Photonen dagegen leicht, schnell wie der Wind. Nein, noch schneller, schnell wie Licht. Die bewegen sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Dicke Dinge allerdings, wie die W- und Z-Bosonen, die sind schwer. Die sind viel langsamer. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was für eine Überraschung es war, als die theoretische Physik vor einigen Jahrzehnten feststellen konnte, wir haben eine Theorie, wo wir zeigen können, dass ab einer bestimmten Energie und damit ab einer bestimmten Temperatur man zwischen elektromagnetischer Kraft, Ruhemasse 0 der Photonen, und schwacher Kernkraft, Ruhemasse 90 mal so schwer wie ein Proton, nicht mehr unterscheiden kann. Wir behaupten, es gibt eine Urkraft, eine erste Urkraft, die nennen wir elektroschwache Wechselwirkung. Und wir werden dazu, zu dieser elektroschwachen Wechselwirkung, werden wir Experimente angeben, wo man überprüfen kann, ob das stimmt. Man muss ab einer bestimmten Energie diese Bosonen entdecken können und sie sind nicht mehr unterscheidbar von den Photonen dazu. Damit hätte man also, jetzt machen wir das hier mal weg. Genau das würde ich gerne ein bisschen genauer erforschen. Das schneidet er hier nur kurz an in dem Vortrag, inwiefern man die Energie hochfährt und dann von der elektromagnetischen Kraft auf die schwache Kraft kommt. Und dass diese Aussage mit den Bosonen und den Photonen, das verstehe ich nicht ganz, das habe ich mir aber selber notiert und möchte gerne nachforschen, was für Experimente das sind, inwiefern Photonen zu Bosonen übergegangen sind oder inwiefern man die beide nicht voneinander unterscheiden kann. Aber dieser springende Punkt, dass er sagt, ab einer gewissen Energie, das ist ganz, ganz wichtig. Denn die anderen Struggle, die wir haben, die anderen Kräfte zu vereinen, scheitern teilweise daran, dass unsere Teilchenbeschleuniger nicht noch höhere Energielevel erfahren. Also wir reden hier teilweise von unfassbar riesigen Energielevels, die diese Teilchenbeschleuniger aufbringen, um Teilchen bei fast Lichtgeschwindigkeit miteinander kollidieren zu lassen, um dann mehr über den Ursprung des Weltalls zu erfahren. Und die Teilchenphysiker und Physikerinnen, die immer wieder Theorien aufstellen und sagen, welche Teilchen wir entdecken müssten, sagen immer die ganze Zeit, wir brauchen höhere und bessere und mehr Energie. Und für eine gewisse Kraft bräuchten wir einen Teilchenbeschleuniger. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es von der Größe der Milchstraße, um die zu entdecken. Was ich eine geile Vorhersage finde. Einfach einen Teilchenbeschleuniger von der Größe der Milchstraße. Die Milchstraße hat 100.000 Lichtjahre Durchmesser. Ich sage euch eins, der passt auf keinen Fall unter die Erde in Genf. Jemand auf Twitch schreibt, wusste gar nicht, dass du streamst, ist ja voll nice, wie oft streamst du so circa. Also ich streame, ich nenne es Shotgun-Streaming. Ich habe immer wieder alle paar Wochen und Monate mal wieder richtig Bock zum Streamen. Dann streame ich so 2-3 Wochen mega intensiv und dann überholt mein Leben mich wieder. Also gerade macht es mir Spaß, abends diese Streaming-Sessions zu haben, weil dann meistens schon meine Family im Bett ist und ich ein bisschen alleine mich noch an den Rechner setzen kann. Und das ist halt immer was Neues bei mir in meinem Leben. Dadurch, dass mein Kind jetzt mittlerweile ziemlich gut schläft, ist es ganz für mich ganz machbar, mich dann abends nochmal an den Stream zu setzen für ein bisschen, bis mich dann selber irgendwann die Müdigkeit einholt. Das ist ja immer noch das andere Ding. Genau. Machen wir weiter. Aus 4 Kräften hätte man 3 gemacht. Wechselwirkung schreibe ich kurz mit WW. Hat nichts mit dem World Wide Web zu tun, sondern heißt nur Wechselwirkung. Also Photonen und Bosonen sind gemeinsam die Träger der elektroschwachen Wechselwirkung.
Das können wir jetzt einfach mal wegnehmen. Für uns ist jetzt erstmal entscheidend, es gibt nur eine Kraft. Es hat sich herausgestellt im Experiment, alle Vorhersagen der elektroschwachen Wechselwirkung sind eingetreten. Bingo. Temperatur ist allerdings tierisch hoch. Boah. 10 hoch 15 Kelvin. Das ist keine Temperatur, die wir heutzutage hat das Universum eine Temperatur von 2,7 Kelvin. Heute. Hatte es vielleicht mal irgendwann 10 hoch 15 Kelvin, vielleicht sogar noch heißer. Ja, ganz am Anfang, ganz am Anfang. Jetzt ist zum allerersten Mal der Beweis erbracht, dass wenn das Universum einen Anfang hatte, und dafür spricht alles, was wir in der Kosmologie heute an Beobachtungsdaten haben, dann muss es uns auch gelingen, die Physik der Materie an den Anfang des Universums zu extrapolieren. Und dabei, bei dieser Reise an den Anfang des Universums, stellen wir fest, die Erkenntnisse der Elementarteilchenphysik sagt uns, je näher wir an den Anfang kommen, umso einheitlicher wird die Welt werden. Es wird dann nämlich nicht mehr vier Kräfte geben, sondern kommen wir an den Anfang des Universums heran, bei 10 hoch 15 Grad, verschwindet der Unterschied zwischen elektromagnetischer Kraft und schwacher Kernkraft. Und das ist experimentell bewiesen. Hey, nicht schlecht. Stark. Das muss man wirklich sagen, ne? Also wenn, so sehr man bei diesen Theorien an die Grenzen stößt von Wissenschaft und je mehr man merkt, oh, die Physiker erzählen manchmal Quatsch oder machen Vorhersagen, die nicht stimmen, da muss man auch manchmal einfach Props geben, wo Props nötig sind. Props are due. Ich weiß es gerade nicht. Ich versuche hier gerade ein komisches Englisch dort zu reden. Aber genau dieses Merging experimentell bewiesen, das möchte ich mir gerne aufschreiben. Elektroschwache Wechselwirkung experimentell bewiesen. Das würde ich gerne mal nachrecherchieren, was für ein Experiment das genau war. Nächster Schritt. Jetzt kommen wir langsam wirklich an die Kante, an den Irrsinn, an die Kante der Forschung heran. Der nächste Schritt. Kannst du das bitte als Hörbuch anbieten? Also du kannst dir mein normales Hörbuch anhören, Martin. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Fast alles einfach erklärt, mein Buch. Kann ich einmal hier plakativ in die Kamera halten. Fast alles einfach erklärt ist mein Buch. Das könnt ihr überall kaufen, wo es Bücher gibt, auch im Internet oder in gewissen Buchhandlungen. Könnt ihr einfach mal nachfragen. Vielleicht haben sie es sogar vorrätig. Und es gibt dieses Buch auch als Hörbuch. Also falls ihr mal ein Hörbuch von mir hören wollt, wo ich einfach 7 Stunden lang was über Wissenschaft erzähle, dann holt euch gerne dieses Hörbuch und zieht es euch rein. Matthai, eigentlich beantworte ich keine Fragen zum Thema, die off-topic sind, weil Matthai hat im Twitch-Chat gefragt, Hertha oder Union? Und ich muss ganz klar sagen, Eisern Union. Schritt wäre jetzt natürlich die elektroschwache Wechselwirkung mit der starken Wechselwirkung zu vereinigen. Grand Unified Theory. Große vereinigte Theorie. Gelänge dieses, und da sind wir einfach noch nicht dabei, dass es bis heute gelingt, gelänge dieses, würde auch die starke Wechselwirkung vereinigt werden, dann hätten wir hier nur noch zwei Kräfte. Dann können wir die hier auch wegtun. Und wir hätten nur noch zwei Kräfte. Und das nennen wir hier die große vereinigte Kraft. Die wir noch nicht experimentell bewiesen haben, aber theoretisch vorstellbar ist es anscheinend. Große? Ich finde es gut, dass er bleibt oberflächlich, aber er macht es verständlich klar. Weil ich habe eine andere Doku gesehen über die Weltformel von Arte und da wurde nicht ganz klar, was sie gemeint haben mit Vereinigung der Kräfte. Ja, und die Vereinigung der Kräfte heißt im Grunde, dass wir Energielevel finden, bei denen die Kräfte verschmelzen, indem wir, er hat ja eben hier die Elementarteilchen daneben geschrieben, welche diese Kräfte quasi ausmachen. Also wir haben eben bei der elektromagnetischen Kraft die Photonen gehabt und bei der schwachen Kraft die, waren das die W- und Z-Bosonen, glaube ich, ne? Und da hat er gesagt, die sind quasi ab einem gewissen Energielevel nicht mehr voneinander unterscheidbar. Und wir können uns eben vorstellen, dass in frühen Bereichen des Universums die Energielevel eben so hoch waren, dass diese beiden Kräfte zusammengeflossen waren. Und jetzt vermutet man eben, als die Energielevel noch höher waren, noch näher zurück in Richtung Urknall, bei dem Moment müsste auch die starke Kernkraft mit der elektroschwachen Kraft verschmolzen sein. Vereinigte Kraft. So. Wenn sich das bewahrheiten sollte. Wie
steht ihr zu Kreide auf der Tafel? Ich meine, klar, es gibt manchmal unangenehme Geräusche, die Kreide auf der Tafel macht, aber es gibt mir schon krasse Flashbacks, jemanden an der Tafel stehen zu sehen und dieses Klackern und es ist jetzt nichts, kein Geräusch, was ich super toll finde, aber es gibt schon Nostalgie-Vibes von Schule, oder? Also bei mir ist die Schulzeit jetzt über 10 Jahre her, aber jemanden an der Tafel schreiben zu sehen und zu hören, erzeugt bei mir irgendwie eine strange Erinnerung. Ich habe kein Problem damit, außer dass er auf eine nasse Tafel schreibt, schreibt jemand im Twitch-Chat. Gibt mir krasse Uni-Vibes. Einige sagen satisfying. Ich finde es auch ein bisschen satisfying, muss ich komischerweise sagen. Und auch ein bisschen Nostalgie-Kicks. Strange, oder? Wenn wir das bis jetzt theoretisch kennen, dann kommen wir hier bei so Temperaturen, die in Faktor 1000 höher sind. Das heißt, wir landen langsam bei dem Bereich von nicht mehr einer Billiarde Grad, sondern vielleicht von einer Trillion Grad. Wir müssen also noch näher an den Anfang des Universums heran. Genau, ne? Wir brauchen also immer höhere Energielevel, immer höhere Temperaturen, um theoretisch vorhersagen zu können, ab wann diese Kräfte zusammen verschmelzen. Und um das zu überprüfen, werden eben diese Teilchenbeschleuniger gebaut, denn diese Teilchenbeschleuniger können gewisse Teilchen auf unfassbar hohe Temperaturen beschleunigen und dann werden die eben, ne, Teilchenbeschleuniger oder Collider heißen sie auf Englisch, dann werden quasi diese Teilchen ineinander geschossen und bei der Kollision entstehen diese Temperaturen. So zumindest die Idee. Und dann, final wäre natürlich, dass man sagt, okay, wir vereinigen die Kräfte hier mit der Schwerkraft, der ultimativen Kraft, die überall wirkt. Ja, weil sie überall wirkt, macht sie uns auch die größten Schwierigkeiten. Wissen Sie, Kernkraft ist okay. Man hat einen Atomkern, man hat ein ordentliches, sauberes Volumen und in diesem Volumen wirkt eine Kraft. Außerhalb des Volumens wirkt die Kraft nicht. Feierabend. Fein. Da braucht man keine Rücksicht zu nehmen auf die Welt. Die ist halt drumherum, aber sie ist nicht wichtig. Selbst bei der elektromagnetischen Kraft, gut, die wirkt, könnte im Prinzip überall wirken, aber es gibt diese Ladungsabschirmung, also es gibt positive und negative Ladung, dann ist der Fall durch. Ja, schön, wunderbar. Das sind ordentliche Kräfte, verstehen Sie? Die elektromagnetische und die beiden Kernkräfte, das sind ordentliche, anständige Kräfte. Das sind ordentliche, anständige Kräfte. Die haben immer ihr Essen aufgegessen, die waren immer pünktlich in der ersten Stunde, die haben nie ihren Rucksack nur auf einer Seite getragen, die haben sich immer nach vorne in den Bus gesetzt, die haben sich auch mal die Ordnungsamt-App runtergeladen und mal Falschparker angezeigt, wenn die 3 Zentimeter im Halteverbot stehen. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, das sind ordentliche Kräfte. Damit kann man was anfangen. Aber bei der Gravitation... Also, die Gravitation raucht. Die Gravitation pinkelt auf dem Schulhof in die Ecke. Die Gravitation sitzt in der letzten Reihe, kaut Kaugummi und spielt Gameboy Color unterm Tisch. Die Gravitation ist echt der allerletzte Mensch. Der kommt echt rein bei seiner Freundin zum Essen mit den Eltern, baggert die Mutter an, kommentiert das Essen, macht zweideutige Kommentare Richtung Großmutter. Dann setzt er einen in die Toilette, spült nicht ab und fährt nach Hause. Die Schwerkraft ist echt der allerletzte Mensch. Erinnern Sie sich noch, die Gravitation entspricht einem beschleunigten Bezugssystem. Hey, wie soll ich jetzt mit meinem Atomkern, wo diese Kräfte wirken, das jetzt auf einmal ein beschleunigtes Bezugssystem setzen? Okay, ich habe Baby-Duty. Ich muss mal ganz kurz rüber zum Baby. Das meldet sich übers Babyphone. Sekunde. Okay. Das Baby macht immer den gleichen Trick. Falls ihr gestern beim Stream dabei wart, merkt ihr es auch. Okay, ich muss rüber, doch rüber. Okay, bis gleich.
Alright. Entschuldigt den kleinen Break. Ich musste kurz den Thronerben in Schlaf beruhigen. Okay. We had our laughs about Schwerkraft. Das Baby ist eine ordentliche Kraft. I wish. Und dann ist der Fall durch. Ja, schön, wunderbar. Wirklich wichtig. Selbst bei der elektromagnetischen Kraft. Gut, die wirkt, könnte im Prinzip überall wirken, aber es gibt diese Ladungsabschirmung, also es gibt positive und negative Ladung, dann ist der Fall durch. Ja, schön, wunderbar. Das sind ordentliche Kräfte, verstehen Sie? Die elektromagnetische und die beiden Kernkräfte, das sind ordentliche, anständige Kräfte. Damit kann man was anfangen. Aber bei der Gravitation, also, die erinnern sich noch, die Gravitation entspricht einem beschleunigten Bezugssystem. Hey, wie soll ich jetzt mit meinem Atomkern, wo diese Kräfte wirken, das jetzt auf einmal in ein beschleunigtes Bezugssystem setzen? Kann ich nicht. Da überspringt er mir zu viel. Also klar, das sind natürlich komplexe Sachverhalte und bevor man jetzt irgendwie das Baby schafft, es eine Quadrillion Teilchen zu bewegen. Ich glaube, es waren sogar 8 Quadrillionen Teilchen, beziehungsweise in meinem Fall 7 Quadrillionen, also not bad. Beschleunigtes Bezugssystem hat er ganz am Anfang erwähnt, fand ich eine sehr, sehr sperrige, krasse Erklärung, mit der man erstmal nichts anfangen kann. Auch ich, der jetzt schon mehr in dem Thema drin stecke, immer noch kein studierter Astrophysiker bin, aber trotzdem mich extrem viel damit auseinandersetze, bis zu dem Level, dass ich populärwissenschaftliche Bücher schreibe. Aber lass uns das nochmal anhören, was er gerade gesagt hat. Die Gravitation entspricht einem beschleunigten Bezugssystem. Hey, wie soll ich jetzt mit meinem Atomkern, wo diese Kräfte wirken, das jetzt auf einmal in ein beschleunigtes Bezugssystem setzen? Kann ich nicht. Ich kenne es eher von der anderen Richtung, dass man sagt, wie soll ich denn die Quantenwelt, die super strange ist, mit der Gravitation gleichsetzen? Also wir haben ja in Quantensystemen die Eigenschaft, dass gewisse Teilchen oder Teilchen an zwei Orten gleichzeitig sein können. Ne? Wenn ihr euch vielleicht an das Doppelspaltexperiment erinnert, kann ich auch nur das Doppelspaltexperiment-Video auf meinem YouTube-Kanal zu empfehlen. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen zu sagen, okay, wir gucken mal, wir gucken da mal rein, was passiert, wenn wir quasi ein Blatt Papier mit zwei Schlitzen haben und dann durch diese zwei Schlitze ein Photon schicken. Das kann auf quantenmechanischer Ebene durch beide Spalte gleichzeitig gehen. Und die Frage ist jetzt, beim Photon, das hat keine Masse, dementsprechend kann das jetzt nicht keine Schwerkraft wirken, aber es ist auch möglich, dieses Doppelspaltexperiment mit anderen Teilchen zu wiederholen, die Masse haben, die also auch eine Schwerkraftwirkung per se haben, wenn auch nur eine minimale, können wir also diese Teilchen durch einen Doppelspalt schicken. Und dann ist die Frage, was macht denn dann die Schwerkraft? Wenn das Teilchen, ein Teilchen, durch zwei Spalte gleichzeitig geht, geht die Schwerkraft auch durch zwei Spalte gleichzeitig? Also kann die Schwerkraft quantenmechanische Eigenschaften haben? Kann Schwerkraft an zwei Orten gleichzeitig sein? Und wenn ja, wie geht das dann mit unserer Welt zusammen? Ja, das ist ja das Verrückte. Deswegen kenne ich jetzt noch nicht den Approach, den er jetzt gewählt hat, zu sagen, wie kann denn ein Bezugssystem, wie können denn die Atome mit dem beschleunigten Bezugssystem zusammengehen? Also den Turn, bei mir war es genau andersrum jetzt die Schlussfolgerung, wie er das geschafft hat, habe ich nicht ganz verstanden. Die Schwerkraft wird ja in der allgemeinen Relativitätstheorie dann auch noch beschrieben als etwas, was Raum und Zeit, also diese Raumzeit da verändert. Hat man sogar gemessen. Und zwar ziemlich genau gemessen. Also offenbar hat die Schwerkraft mit Veränderung von Raum und Zeit zu tun. Wenn ich aber die Kräfte hier betrachte, die großen, also die Kräfte, starke und schwache Kernkraft und elektromagnetische Kraft, da kümmere ich mich da überhaupt nicht um die Raumzeit. Da gehe ich natürlich davon aus, dass die Welt flach ist. Ich weiß ja, dass dir beim Aufbau der Materie die Gravitation überhaupt keine Rolle spielt. Ha! Harald redet sich ein bisschen in Rage, finde ich aber sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Rentnerbube, vielen Dank für den Superchat. Ich weiß gerade nicht, warum wir keinen Alert haben. Kommt vielleicht noch. Manchmal ist es ein bisschen her. Vielen Dank für den Superchat mit 1,20. Danke dir. Ja, gar keinen. Und jetzt auf einmal. An zwei Orten gleichzeitig. Ich dachte, Schwerkraft ist überall, weil sie nicht abschirmbar ist, schreibt jemand im Twitch-Chat. Also. Richtig, Schwerkraft ist nicht abschirmbar, aber ihr müsst euch das ein wenig so vorstellen, dass Schwerkraft ja quasi von Körpern ausgeübt wird mit Masse. Ne, das kommt daher, ja, okay, da kommt jetzt der Alert. Da könnt ihr auch mal vielleicht als Einschlafende euch nochmal morgen früh melden, ob euch dieser Alert aus dem Bett rausgeklingelt hat. Aber das sollte der Sound sein für alle Alerts. Also, die Masse geht von einem Teilchen aus. Die Masse geht von einem Körper mit Masse aus. Die Schwerkraft geht von einem Körper mit Masse aus. Wenn dieser Massekörper aber an zwei Orten gleichzeitig ist, übt er dann auch von zwei Orten gleichzeitig Schwerkraft auf seine Umgebung aus?
Das ist ja das, was, das ist das Rätsel. Die Schwerkraft selbst, wenn sie einmal ausgeübt wurde, dann breitet sie sich sozusagen unendlich im Universum aus mit Lichtgeschwindigkeit. In alle Richtungen unaufhaltsam, unabschirmbar. So rum, okay, verstanden, alles klar. Soll ich, also möchte man bei der großen vereinigten Feldtheorie, möchte man nun diese drei Kräfte, die man gut im Griff hat, jetzt mit dieser Ultrakraft vereinigen. Und da sind wir noch so weit weg vom Verständnis, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da kommt man dann in den Bereich der Stringtheorie rein. Ist es das gleiche oder dasselbe Teilchen? Ich habe mal gehört, dass es aufgehoben wurde, diese Definition von das gleiche und dasselbe. Es ist dasselbe Teilchen. Ne? Ich habe mir das immer so gemerkt, wenn wir beide die gleiche Zahnbürste hätten, wäre es okay. Wenn wir dieselbe Zahnbürste hätten, wäre es weird. weil es ein und dieselbe wäre. Aber das Teilchen ist ein und dasselbe Teilchen. Da reicht der normale Menschenverstand, reicht da nicht mehr aus. Da hat man etwas, was... Bewegt sich die Schwerkraft mit Lichtgeschwindigkeit? Ja. Schwerkraft bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit oder nahezu. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es exakt dasselbe ist, aber auf jeden Fall mit Lichtgeschwindigkeit. Ein ganz interessantes Experiment, wenn die Sonne jetzt ausgehen würde, beziehungsweise jetzt gerade ist eh dunkel, deswegen ist Wurst, aber angenommen, wir hätten einen helllichten Tag und die Sonne würde ausgehen, dann würde das Licht sofort, dann würde ja nicht sofort dunkel werden für uns, sondern das Licht reist 8 Minuten lang bis zur Erde, das heißt, die Sonne geht aus, dann haben wir 8 Minuten noch Licht, weil wir bekommen immer noch das Licht, was vor 8 Minuten ausgesendet wurde, und nach 8 Minuten, nachdem die Sonne quasi gelöscht, sagen wir, sie wurde gelöscht, einfach Delete gedrückt, in den Papierkorb geschmissen. Und das Face von ihm ist großartig, ja. Und dann würde 8 Minuten später bei uns dunkel werden. Und zeitgleich, in dem Moment, wo das Licht aufhört, uns zu erreichen, würde auch die Schwerkraft der Sonne aufhören, auf uns zu wirken. Das heißt, in dem Moment, wo wir gerade sind, auf der Umlaufbahn, würden wir in eine Richtung weggeschleudert werden. Das heißt, mit 30 Kilometern pro Sekunde, der Umlaufgeschwindigkeit, die die Erde um die Sonne hat, würden wir in eine Richtung davon geschleudert werden. Und genau das ist eben ganz schön crazy, wenn man sich das vorstellt. Benjamin Karl hat mega nice Space-Emotes im Chat. Jetzt bin ich neidisch. Jetzt habe ich mich heute aufgehalten, coole nice Space-Emotes für meinen Kanal zu machen. Und du hast nicere als die, die ich heute designt habe. Wo sind die her? Kannst du mal sagen. Vielleicht muss ich eher in so eine Richtung gehen, so einen Satelliten und so einen Kosmos. Richtig schön. Okay, we got it. Let's move on. Überdimensional ist, während man... Reicht da nicht mehr aus. Reicht der String-Theorie rein. Da reicht der normale Menschenverstand, reicht da nicht mehr aus. Da hat man etwas, was höherdimensional ist. Während man diese Kräfte hier, die kann man noch verstehen, in einem ganz normalen Raumzeit mit Höhe, Länge, Breite und Zeit und so weiter, also das, was man so weiß, was man so kennt, braucht man jetzt, wenn man das vereinigen will mit der Schwerkraft, braucht man eine völlig andere Welt. Da muss man mindestens 11 Dimensionen haben. Mindestens 11. Dabei haben wir jetzt gerade mal 3 Raum- und 1 Zeitdimension. Das muss man mir überlegen. Und jetzt, das wird noch viel besser. Also bringt man das jetzt hier zusammen, landet man bei Stringtheorien. So. Dass also die Teilchen gar keine Teilchen mehr sind, sondern nur noch so Schwingungen der Raumzeit. Das jetzt hier zusammen... landet man bei Stringtheorien. So. Dass also die Teilchen gar keine Teilchen mehr sind, sondern nur noch so Schwingungen der Raumzeit. So. Das reicht aber noch nicht. Wenn man wirklich verstehen will, aus was die Welt besteht, und zwar einerseits nämlich aus den Teilchen, die die Kräfte vermitteln, Sie erinnern sich noch? Die standen hier. Photon, Graviton, W- und Z-Boson, Gluon. Und auf der anderen Seite die Teilchen, die die Materie aufbauen, das sind die Elektronen und die Quarks, also die Leptonen, ganz allgemein nur die Quarks, gibt nämlich noch ein paar Quarksarten, die sind gar nicht in uns drin. Also wir, wie wir aus Protonen und Neutronen bestehen, wir haben ja nur Up-and-Down-Quarks. Es gibt aber auch Quarksarten, die müssen am Anfang im Universum entstanden sein und die sind auch im Labor bei uns, in unseren Experimenten schon entstanden. Die sind übrigens auch von der Theorie vorhergesagt worden, was immer ganz toll ist. Wenn eine Theorie auch Teilchen vorhersagt, wo du nur mit also aller Gewalt überhaupt drankommst, das ist immer ganz toll. Aber letztlich sind die nur bestimmt gewesen beim Anfang im Universum. Sonst danach waren die gleich weg, sind die zerfallen. Also was übrig geblieben ist, sind Up-Quarks und Down-Quarks und eben Elektronen, das, was wir so da sind. Ja. Und dann gibt es noch Neutrinos, aber das wollen Sie nicht interessieren. Wurscht. Aber es gibt also einen Unterschied zwischen Kraftteilchen, darauf will ich hinaus, den Bosonen, das sind die Kraftteilchen, und den Teilchen, die die Materie aufbauen, den Fermionen. Beide unterscheiden sich durch eine Eigenschaft,
Die nenne ich jetzt einfach mal, können Sie mal nachgucken, entweder elektronisch oder wenn Sie noch ein wirkliches Lexikon zu Hause haben, gucken Sie da mal nach. Spin. Wenn Sie noch ein wirkliches Lexikon zu Hause haben, schauen Sie da mal nach. Wer hat jemand aus dem Live-Chat ein echtes Lexikon zu Hause? Und könnt ihr mal bitte nachschlagen, ob in diesem Lexikon Spin erklärt ist von Elementarteilchen? Das würde mich extrem interessieren, ob das tatsächlich in einem gedruckten Lexikon Spin von Elementarteilchen erklärt ist. Aber ich weiß, dass das übelst das Ding war. Also für mich war das nie ein Ding. Ich weiß, dass im Büro von meinem Vater noch so Brockhaus-Enzyklopädien standen. Ich kann es nicht mal aussprechen, das Wort ist für mich so fern, weil ich ein Kind der 90er und ein Kind des Internets ist. Aber meint ihr wirklich in einem Brockhaus, wobei ja kann gut sein, steht halt das Wort Spin, ist halt crazy, weil heutzutage Wikipedia, let's go. Du gehst einfach googeln und suchst einfach danach. Im Chat sagen bisher nur alle, ich habe kein Lexikon zu Hause. Zählt mein Quantenphysikbuch für die Uni? Ah, das ist kein klassisches Lexikon, würde ich sagen. Da würdest du natürlich was über Spin finden. Beide unterscheiden sich durch eine Eigenschaft, die nenne ich jetzt einfach mal, können Sie mal nachgucken, entweder elektronisch oder wenn Sie noch ein wirkliches Lexikon zu Hause haben, gucken Sie da mal nach, Spin. Die einen haben einen sogenannten ganzzahligen Spin und die anderen haben einen halbzahligen Spin. Was das ist, will ich Ihnen jetzt nicht erklären, können Sie mal nachgucken, ist auch nicht so wichtig. Das ist Spin up and Spin down, kenne ich die Bezeichnung und soweit ich weiß, erklärt man das auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist, glaube ich, nur eine Visualisierung der Term. Also du hast quasi, wenn du von oben auf den Ball guckst, der dreht sich im Uhrzeigersinn, ist es glaube ich Spin up und das Teilchen dreht sich, oder der Ball dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, ist Spin down, also don't quote me on that, aber so ungefähr. Googeln, viel zu oldschool, die coolen Kids nutzen ChatGPT. Lass uns das doch mal probieren. Jetzt muss ich nur einmal gucken, dass ihr meine ganzen ChatGPT-Chats gleich nicht seht. Wartet mal. Chat... OpenAI. Wobei ist eigentlich okay. Ne. Ich frage mal ChatGPT offscreen. Erkläre mir Spin von Elementarteilchen. Kurz und unterhaltsam. Und das gleiche fragen wir Google Gemini. Das heißt, wir suchen einfach gleich zwei Erklärungen. Okay, also wir schieben einmal kurz das YouTube-Fenster, den Browser ein bisschen hier rüber. So. Google Gemini sagt, stell dir vor, Elementarteilchen sind winzige Kreisel, die sich ständig um ihre eigene Achse drehen, so ähnlich wie ein Fußball in der Luft. Diese Drehung nennen wir Spin. Was ist besonders an Spin? Er ist quantisiert. Das bedeutet, dass der Spin nur bestimmte Werte haben kann. 0, 1,5, 1, 3, 3,5 und so weiter. Es ist also, als ob der Kreisel nur bestimmte Drehzahlen einstellen kann. Er hat, wichtig, nichts mit der realen Rotation zu tun. Der Spin ist eine intrinsische Eigenschaft der Teilchen, so wie Masse oder Ladung. Man kann sich den Spin nicht als tatsächliche Rotation vorstellen, sondern eher als eine Art inneren Drehimpuls. Er beeinflusst das Verhalten der Teilchen. Der Spin hat verschiedene Auswirkungen auf die Eigenschaft und das Verhalten von Elementarteilchen. Zum Beispiel bestimmt er, ob zwei Teilchen sich nach dem Pauli-Prinzip ausschließen oder ob sie sich zu einem Atomkern zusammenfügen können. Bosonen und Fermionen. Bosonen haben einen ganzzahligen Spin, 0, 1, 2, und sind gesellige Teilchen, chillig. Sie können sich gerne in derselben Quantenzustand zusammentun, zum Beispiel in einem Laserstrahl. Fermionen haben einen halbzahligen Spin, 1,5, 3,5 etc. und sind Einzelgänger. Sie mögen es nicht, im selben Quantenzustand zu sein, wie zum Beispiel Elektronen in einem Atom. Spiele mit dem Spin. Magnetische Momente. Der Spin erzeugt ein magnetisches Moment, so dass sich Elementarteilchen wie kleine Magnete verhalten können. Spin-Präzision. Der Spin kann durch ein externes Magnetfeld beeinflusst werden, ähnlich wie ein Kreisel, der durch die Schwerkraft beeinflusst wird. Spin-Bahnkopplung. Der Spin kann mit der Bewegung des Teilchens interagieren und so zu neuen Effekten führen. Spin ist eine faszinierende Eigenschaft von Elementarteilchen, die viele wichtige Auswirkungen auf die Welt der Physik hat. Obwohl es schwierig ist, sich den Spin genau vorzustellen, ist er ein wichtiges Konzept, um die Welt der kleinsten Teilchen zu verstehen. Alright. Grundlegend, Teilchen haben Spin, können sich drehen wie Bälle.
Jetzt gehen wir zu ChatGPTs Erklärung. Stell dir vor, Elementarteilchen sind winzige, einzige Wirbelwinde. Diese Wirbelwinde drehen sich nicht nur fröhlich um die eigene Achse, sondern tragen noch eine Art winzigen Rucksack, den wir Spin nennen. Dieser Rucksack ist allerdings nicht mit Pausenbroten gefüllt, sondern mit einer fundamentalen physikalischen Eigenschaft, die dieses Teilchen auf eine ganz besondere Art und Weise durch das Universum tanzen lässt. Also die Erklärung finde ich horrible. Horrible. Ich würde auf keinen Fall über Wirbelwinde, die einen Rucksack tragen, nennen, um ein Beispiel zu finden. Also das ist ein klassisches Beispiel von KI versucht, irgendwie ein unterhaltsames Beispiel zu finden. Ich habe geschrieben, kurz und unterhaltsam. Ich glaube, das ist das Problem. Erkläre mir Spin von Elementarteilchen, sodass es Laien verstehen können. Ich glaube, unterhaltsam war das Problem. Aber unterhaltsam, den gleichen Prompt habe ich ja Google Gemini gegeben, kurz und unterhaltsam. Und gut, es ist jetzt auf einem Level nicht so unterhaltsam, dass er jetzt keine Jokes macht, aber Wirbelwinde, die Rucksäcke tragen, ist schon gigabad. Aber darin sind keine Pausenbrote. Deswegen solltet ihr nicht ChatGPT für eure Hausaufgaben benutzen. Ja, sag mal, Thomas, was hast denn du hier geschrieben mit den Pausenbroten und den Rucksäcken vom Spin? Das ist genial. Du bekommst den Nobelpreis. Aber wir warten mal. Okay, ich nenne eine etwas bodenständigere Erklärung. Stell dir vor, die Elementarteilchen sind winzige, winzige Planeten. Genau wie die Erde hat jedes dieser Mini-Planeten eine Art Drehung um sich selbst, die wir in der Welt der Physik als Spin bezeichnen. Anstatt sich vorzustellen, dass diese Teilchen wirklich physisch im Raum rotieren, was in der Quantenwelt nicht der Fall ist, kannst du dir den Spin eher als eine eingebaute Eigenschaft vorstellen, die das Teilchen immer mit sich trägt. Ähnlich wie seine Farbe oder Größe. Okay, deswegen hat er wahrscheinlich das Rucksackbeispiel genommen. Diese eingebaute Drehung hat interessante Konsequenzen. Sie erlaubt es den Teilchen auf magische Art und Weise miteinander zu sprechen oder zu interagieren, ähnlich wie Magnete, die sich anziehen oder abstoßen können, je nachdem wie ihre Pole ausgerichtet sind. Der Spin ist also nicht nur eine Zahl oder eine abstrakte Idee, er hat echte Auswirkungen darauf, wie sich Teilchen verhalten und wie die Welt um uns herum aufgebaut ist. Einer der faszinierenden Aspekte des Spin ist, dass er nicht kontinuierlich variieren kann. Okay, das hatten wir jetzt schon mal. Gut. Das war eine bessere Erklärung. Aber wenn ich sage, es soll unterhaltsam sein und ich möchte noch gern das weiter vorlesen, aus diesem Prompt, dass er unterhaltsam Spin erklären soll, schreibt er noch, stell dir also vor, das Universum ist eine riesige Tanzfläche, auf der Elementarteilchen in ihren leuchtenden Spin-Rucksäcken herumwirbeln, dabei gelegentlich miteinander tanzen, in Klammern wechselwirken, und die verrücktesten Moves, in Klammern physikalische Gesetze, aufs Parkett legen. So kurios es ist, aber dieser winzige Tanz ist es, der die Grundlage für fast alles in unserem Universum bildet. Hey, was sind das für Moves? Keine Sorge, ich nenne sie die Naturgesetze. Physiker auf dem Rave, einfach direkt rausgeschmissen. Einfach nur stop it. Stop it right there, Physiker. Großartig. Das ist ein bisschen so wie ein Kfz-Kennzeichen. Haben Sie die Feinstaubprüfung bestanden? Jawohl, dann kriegen Sie das Kennzeichen. So, und die einen dürfen eben in die Umweltzone reinfahren und die anderen nicht. So. Okay, auf was für einem Trip ist Harry hängen geblieben? Ich muss mal kurz zurückspulen. Wenn man dem echt 2 Sekunden nicht zuhört, ist er echt... Also würde ich bei ihm in der Vorlesung sitzen und hätte kurz mal 2 Minuten Blackout, was bei mir ganz normal ist in Vorlesungen, ich würde nicht mehr mitkommen. Du guckst kurz rein, bist auf einmal redet er über Führerscheine. Gib mir Pausenbrote zurück. ChatGPT, wo bist du? Haben einen halbzahligen Spin. Was das ist, will ich Ihnen jetzt nicht erklären. Können Sie mal nachgucken. Ist auch nicht so wichtig. Das ist ein bisschen so wie ein Kfz-Kennzeichen. Ja. Haben Sie die Feinstaubprüfung bestanden? Jawohl, dann kriegen Sie das Kennzeichen. So, und die einen dürfen eben in die Umweltzone reinfahren. Und okay, ich weiß nicht, welche Erklärung ich verwirrender finde. Das Spin wie ein Rucksack ist, in dem keine Pausenbrote sind, sondern das Spin ein Kfz-Kennzeichen ist. Oh Mann. Die anderen nicht. So könnte man sich also merken. Jetzt kommt der Hammer. Es gibt eine wie er selber so resigniert. So könnte man sich's merken. Na gut. Fahren und die anderen nicht. So könnte man sich's also merken. Jetzt kommt der Hammer. Es gibt eine Theorie, es gibt ja viele Theorien, aber gute Theorien sind solche Theorien, die an der Erfahrung scheitern können. Jetzt muss ich mich doch mal einen Moment beruhigen. Also ich muss Ihnen ja noch ein bisschen was dazu sagen. Also gute Theorien sind solche Theorien, die an der Erfahrung scheitern können. Die einfach eine Vorhersage machen, die man wenigstens im Prinzip gedanklich und vielleicht sogar später de facto im Experiment überprüfen können soll. Und wenn sich herausstellt, das, was vorhergesagt worden ist, ist nicht das, was gemessen worden ist, dann muss die Theorie
fallen gelassen werden oder sie muss modifiziert werden. So. Jemand schreibt im Chat, also ich habe in meinem Physikstudium beim Thema Spins noch nie was von Rucksack- oder Kfz-Kennzeichen gehört. Und weißt du was? Zu Recht. Zu Recht. Also deswegen hier die Theorie, auf deren Bestätigung wir warten, unter anderem durch den Large Hadron Collider, durch das LHC im CERN in der Schweiz, nämlich die Supersymmetrie. SUSY. Ja? SUSY ist nämlich eine Theorie, die keinen Unterschied mehr macht zwischen Fermionen und Bosonen. Die Supersymmetrie erlaubt durch die Einführung einer neuen Teilchenfamilie, dass Kraftteilchen und Materieteilchen identisch sind. Wunderbar, perfekt. Deswegen gibt es eine Stringtheorie, die nennt man Superstring. Die Superstringtheorie würde also Supersymmetrie einerseits und gleichzeitig auch noch die Vereinigung dieser Kräfte garantieren. Dann ist man allerdings wirklich bei dieser Variante mindestens 11, am besten aber 27 Dimensionen. Boah. Kann man das überhaupt mal überprüfen? Kann man irgendwie rauskriegen, ob es extra Dimensionen gibt, also Dimensionen, die anders sind als die Dimensionen, die wir so kennen? Das ist gar nicht so einfach. Denn es stellt sich heraus... Es klingt so, als würde Supersymmetrie, abgekürzt SUSY, von Harald Lesch kommen, aber tatsächlich ist das der professionelle Name, den ausgebildete Theoretikerinnen und Theoretiker benutzen. Sie sagen wirklich zu dieser Theorie SUSY, Supersymmetrie. Ich finde, einer der besten Theorienamen in der Geschichte der Physik. Supersymmetry, abgekürzt SUSY, Genius. Besser als allgemeine Relativitätstheorie auf jeden Fall. Dass der Aufbau dieser Welt, in der Sie und ich existieren, enorm davon abhängig ist, wie viele stabile Dimensionen, die aktiv sind, gibt es. Es stellt sich nämlich jetzt die Frage, kann ich auf irgendeine Art und Weise diese Extradimensionen irgendwie nachweisen? Es hat sich ja herausgestellt, dass die Dreidimensionalität des Raumes und die Eindimensionalität der Zeit, jawohl, es gibt nur eine Zeit, dass die konstitutiv sind. Das heißt, ohne diese drei Dimensionen gäbe es keine stabile Materie. Sie werden es nicht glauben. Die Stabilität der Materie hängt an dem Kraftgesetz, was zur elektromagnetischen Wechselwirkung gehört. Ja, ja. Und auch an dem Kraftgesetz, das zur Schwerkraft gehört. Mhm. Und dann kann man zeigen, dass diese beiden Kräfte dann und nur dann so sind, wie sie in unserem Universum sind, wenn die Welt dreidimensional ist. Hätte sie mehr Dimensionen oder gar weniger Raumdimensionen, dann gäbe es keine stabile Materie und auch keine stabilen Planetenbahnen. Das ist der Punkt. Das wird uns gar nicht geben. Und was die eine Zeitdimension betrifft, die ist wichtig dafür, für ein intelligentes Lebewesen, um überhaupt Erkenntnis gewinnen zu können. Überhaupt für alle Lebewesen, um Erfahrung zu machen. Wechselwirkung mit der Umwelt bedeutet... Das finde ich krass. Wir finden, Zeit ist so eine grundlegende, fundamentale Größe in unserer Welt. Ich meine, die meisten Leute haben, glaube ich, nicht auf dem Schirm, inwiefern Zeit relativ sein kann, was ja eigentlich auch eine 100 Jahre alte Entdeckung ist mit der speziellen Relativitätstheorie. Aber halt auch mal so über Zeit zu sprechen, zu sagen, naja, was wäre denn, wenn es keine Zeit gäbe? Und das ist so unvorstellbar, oder? Also eine Welt ohne Zeit können wir uns nicht vorstellen, ja? Hier an meinem Fenster fährt gerade ein Bus vorbei, der hat da angefangen, der fährt da durch. Das wäre nicht möglich, wenn Zeit nicht vergehen würde, wenn es auch nur eine halbe Sekunde dauert. Wenn keine Zeit vergeht, können wir als Lebewesen nicht keine Erfahrung sammeln, wie Harry das schon richtig sagt. Bedeutet ja für ein Lebewesen, oh, da gehe ich nicht hin, das ist nicht so gut für mich, ich gehe woanders hin. Eine Erfahrung kann aber nur gemacht werden, wenn die Zeit sich nicht ständig wiederholt. Also wie in so, Sie kennen ja vielleicht den Film Ewig grüßt das Murmeltier. Ich meine, der Mann hat das gut in dem Film, am Ende kriegt er seine Traumfrau. Aber wenn man tatsächlich in so einer Zeitschleife eingefangen wäre, dann würde man verrückt werden. Stellen Sie sich das mal vor. Also das geht garantiert nicht. Also wir brauchen eine Zeit und nur drei Raum. Wo sind jetzt die anderen? Es gibt allerdings tatsächlich... Genau, Jojo schreibt im Twitch-Chat, Zeit geht unterschiedlich schnell voran, richtig. Je nachdem, wie schnell du dich bewegst, vergeht Zeit anders. Je schneller du dich bewegst, desto langsamer vergeht die Zeit für dich. Und je weiter du weg bist von massereichen Zentren, desto langsamer vergeht Zeit für dich. Das heißt, je näher du dich an massereichen Zentren befindest, desto langsamer vergeht Zeit für dich. Das heißt, auf dem Erdboden vergeht die Zeit für dich langsamer als im 80. Stock eines Penthouses. Experimente, wo man versucht herauszufinden, ob die Abweichungen... Jemand schreibt, ist es normal, dass man mit 14 fast nichts versteht? Komplett normal. Also wenn du generell alles im Leben meinst, komplett normal.
Wenn du dieses Video von Harald Lesch meinst, auf jeden Fall normal. Ich bin 29. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Naja, gut, ich beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren intensiv mit Physik. Das heißt, ich komme hier schon einigermaßen oder besser mit, aber ich check's sonst gar nicht. Kennst du Harald Lesch persönlich oder warum nennst du ihn Harry? Nee, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich finde es einfach nur witzig, ihn Harry zu nennen. Vielleicht ist es auch mies, disrespektvoll, was mir total leid tut, Harald Lesch an der Stelle. Wenn ich ihn mal in echt treffe, werde ich auf jeden Fall ihn erstmal siezen. Aber ich würde ihn schon gerne Harald Potter nennen, wenn es möglich ist. Dann auf so mittel- bis langfristig ist so mein Freundschaftsziel, ihn Harald Potter und die Schwerkraft der Weisen zu nennen oder sowas. Ich weiß es nicht, einfach nur was in der Richtung. Ob es, genauer präzise gesagt, ob es Abweichungen vom 1 durch R-Quadrat-Gesetz für die Schwerkraft gibt. Also könnte es sein, dass irgendwo da unten im Bereich irgendwo ein paar Mikrometer, Millimeter, Tausendstel Meter, Mikrometer ist Millionstel Meter, im Bereich von Mikrometern vielleicht Abweichungen von dem 1 durch R-Quadrat-Gesetz zu finden wären. Dafür verwendet man extrem empfindliche Lasereinrichtungen. Laser, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission, ein Gerät, das aus der Quantenmechanik stammt, mit dem man extrem präzise messen kann. Mithilfe dieses Geräts versucht man also jetzt... Harald Töpfer, dass ich den Joke nicht mitgenommen habe. Danke, Chat. Harald Töpfer. Und sein Freund Rainer Wiesel. Herauszufinden, ob die allgemeine Relativitätstheorie, die ja unter anderem auch das Kraftgesetz der Gravitation enthält, ob die überall gültig ist. Um herauszufinden, ob diese Extradimensionen, die man braucht in den Superstring- und Stringtheorien, ob die vielleicht tatsächlich irgendwo bei einem Mikrometer oder irgendwo da unten aufzutauen sind. Bis jetzt sind alle Experimente dahingehend gescheitert. Das heißt nicht, dass diese Theorien falsch sind, aber es könnte bedeuten, dass die ganz großen Theorien von der Welt, die vereinigten großen Theorien, wo Schwerkraft und die große vereinigte Kraft vereinigt wird, das ist ein toller Satz. Ja. Also die übergroße Vereinigung, ich weiß nicht, wie ich es nenne. Ja. Dass diese Theorien, die von den ganz großen Vereinigungen sprechen, dass die experimentell außerhalb unserer Reichweite sind. Weil nämlich, dann kommen wir wieder an den Anfang des Universums zurück, an den Anfang des ganzen Vortrags zurück. Weil nämlich die Skala, die Längenskala, in der diese nicht spürbaren, für uns heute nicht mehr spürbaren Dimensionen aufgerollt sein sollen, die 10 hoch minus 35 Meter sind. Die Planck-Distanz. Also ganz am Anfang im Universum, als es gerade anfing zu werden. Die kleinstmögliche Größe, die wir mit unseren Naturgesetzen nachempfinden könntest, 10 hoch minus 34 Meter. Eine winzige, winzige Distanz. Und auf dieser Größe könnten die versteckten Dimensionen aufgerollt sein, die Stringtheorie braucht. Verstehe. Da waren alle Dimensionen noch da und... Harald Töpfer und die Pausenbrote im Rucksack der Elementarteilchen. Harald Töpfer und die Elementarteilchen. Harald Töpfer. Und die Kfz-Kennzeichen der Up-and-Down-Quarks. Seitdem sind, wie soll man es nennen, ist eine Dimension nach der anderen weggebrochen. Bis dann nach relativ kurzer Zeit, so nach einer Hundertstel oder Tausendstel Sekunde, ohnehin alle Dimensionen schon so waren, wie wir es heute kennen, nämlich drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension. Aber der Urgrund für das Dasein von allem, was wir heute so sehen, wäre dann eine Welt, die ursprünglich bei 10 hoch minus 35 Metern angefangen hat und eben immer weiter und weiter und weiter sich entwickelt hat. Und so hätte man eine große Vereinigung der Feldtheorien mit der Kosmologie. Naja, das klingt ja schon mal ganz gut. Schmackhaft, schmackhaft. Das, worauf alle Physiker hoffen und warten. Aber soweit keine erfolgreichen Experimente in der Richtung. Das heißt, es sind alles Luftschlösser, aber definitiv interessant zu erforschen, warum gerade diese Theorien so unfassbar beliebt sind. Es gibt ja auch Teilchenphysiker, die in der Richtung sagen, naja, also ein etwas, was
was viele Theoretiker total attraktiv finden, ist, wenn halt Theorien schön sind und sich erhaben anhören. Ne? Also jetzt hier zu sagen, hey, wir haben es hier geschafft, wir vereinigen die Kräfte, genau beim Urknall, 10 hoch minus 35 Meter, genau da sind die Dimensionen, bla bla bla. Also sobald sich Theorien richtig und gut anfühlen, so zumindest beschreibt es Sabine Hossenfelder in ihrem Buch, sagen Theoretiker eher, hey, das muss wahr sein, weil es fühlt sich für mich schön an. Aber Sabine Hossenfelder sagt dann halt, na gut, aber der Natur ist es ja egal, ob etwas sich schön anfühlt für den Menschen. Das ist ja Wurst. Also die Natur macht ja, was sie will. Quantenphysik fühlt sich ja auch nicht schön an für uns. Fühlt sich total unintuitiv an. Ist total hässlich, ehrlich gesagt, für uns Menschen und unserem Ästhetikverlangen. Ist ja nicht jemand, dass sich jemand sich Quantenphysik anschaut und sagt, oh ja, das macht Sinn. Das klingt nach einer guten Theorie. Nee, Quantenphysik ist super komplex und mega schwierig. Aber sie ist trotzdem durch uns messbar und bestätigt. Also wir wissen, dass die Welt sich so verhält, weil wir können es experimentell nachweisen und auch mit diesen Eigenschaften arbeiten. Das heißt, auf der Suche nach einer Theorie, die das alles vereint, suchen wir natürlich die eine Weltformel, das Große, was uns alle zusammenbringt, aber es muss am Ende gar nicht sein, dass wir tatsächlich irgendwas finden. Genau, wir brauchen immer einen größeren, besseren, schnelleren Collider, um das alles festzustellen. Dann kriegen wir es hin, nur wenn wir nur noch einen noch größeren Collider bauen, noch mehr Energie dafür aufwenden. Warum fühlt sich die Quantentheorie hässlich an? Naja, ist es nicht ein bisschen verwirrend, dir vorzustellen, dass Teilchen an zwei Orten gleichzeitig sein können? Da gibt es dieses berühmte Zitat von Albert Einstein, der auf einer Wissenschaftskonferenz mit dem anwesenden Niels Bohr gesagt haben soll, glauben Sie, dass der Mond nicht da ist, wenn man ihn nicht anschaut? Dann haben angeblich die anwesenden Wissenschaftler gelacht und hat Niels Bohr gesagt, können Sie mir das Gegenteil beweisen? Ja, und das ist so das von Quantentheorie, es bricht einfach mit unserem Verständnis von der Welt, wie sie ist, wie sie existiert, was wir wahrnehmen können. Also dementsprechend fühlt es sich an wie eine hässliche Theorie, aber nichtsdestotrotz ist sie wahr. Gut. Und wenn Sie sich das überlegen, wie wir angefangen haben, wir haben den Aufbau der Materie gehabt, ganz ursprünglich mit Grenzen der Erkenntnis sind dann zum Aufbau der Materie gekommen und haben jetzt aus der Vorstellung, Vorsicht, aus der Vorstellung, dass es eine einheitliche Kraft geben könnte, eine Vorstellung entwickelt, wie der Anfang des Universums gewesen sein könnte. Nämlich aus einer Urkraft haben sich alle vier Kräfte herauskristallisiert. Naja, das ist ja schon mal ganz nett, aber können wir dann tatsächlich so etwas... Ist Wahrnehmung auch eine Dimension? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da begeben wir uns nochmal auf ein ganz anderes Feld. Grundsätzlich ist Wahrnehmung und Bewusstsein nochmal eine ganz andere Herausforderung für die Wissenschaft. Denn auch die können wir nicht messbar machen. Also wir haben jetzt seit vielen Jahren versucht, das Bewusstsein irgendwie im Gehirn physikalisch zu beschreiben, mit Vorgängen, elektrochemischen Vorgängen im Gehirn, und haben dabei verschiedenste Theorien entwickelt, die teilweise zusammenarbeiten können, sich teilweise widersprechen. Also das Feld der Bewusstseinsforschung und Bewusstseinstheorien ist unfassbar riesig und ein ganz schön zerpflügter Acker von vielen kaputten Theorien. Auch darüber habe ich bereits ein Kapitel geschrieben für das neue Buch. Und da muss man einfach auch mal Abstand nehmen und sagen, yo, schwierig. Wir kommen da auf jeden Fall an unsere Grenzen von dem, was wir wissen. Dementsprechend würde ich aber Wahrnehmung nicht in dem Sinne als eine eigene Dimension beschreiben. Empirisch beleuchten können wir da empirisch mal ein paar Eckpfeiler einschlagen, sodass das Ganze nicht total, ja, im luftleeren Raum ist ja falsch, weil Luft gab es da noch gar nicht, überhaupt im Vakuum hängen bleibt. Was haben wir denn zur Verfügung, um solche Theorien zu überprüfen? Ich habe ja eben schon mal davon gesprochen. Also, wenn es solche Extradimensionen gäbe, die für die Schwerkraft und für die elektromagnetische Kraft ausschlaggebend sind, dann könnte man da vielleicht schon mal Experimente machen. Und die werden auch gemacht und sind bis jetzt alle gescheitert. Man findet also keine Extradimension. Wahrnehmung müsste eigentlich mit der Zeit gehen. Oder sagst du mit der Zeit gehen? Hat das Harald nicht gerade gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, Erfahrung und Zeit hängen zusammen, oder? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Die im Bereich von Millimetern oder Mikrometern bis jetzt nachweisbar sind. Vielleicht sind wir noch nicht empfindlich genug, aber bis jetzt findet man nichts. Es gibt eine Klasse von Experimenten, die sind allerdings so einfach, dass es einen schon wieder
denkt, hey, das ist doch, da kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn Sie sich noch daran erinnern, es gab 10 hoch minus 35 Meter für die Körnigkeit des Raumes, es gab die 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden für die Körnigkeit der Zeit. Die beiden zusammen, Raum und Zeit. Das sind also die kleinsten möglichen Einheiten für diese Dinge. Und Körnigkeit beschreibt quasi, dass sie nicht kontinuierlich sind, sondern in vielen kleinen Pünktchen in diesen Größeneinheiten halt existieren und dann irgendwie abgetrennt voneinander sind, ne? Zeit und Raum. Zeit bilden etwas, was in den Relativitätstheorien als Raumzeit beschrieben wird. Jetzt müssen Sie Folgendes wissen. Das Licht, das elektromagnetische Licht, läuft in dieser Raumzeit immer an der Oberfläche, wenn man so will. Also wenn da jetzt zum Beispiel durch die Anwesenheit einer großen Masse die Raumzeit gekrümmt sein sollte, dann läuft also das Licht in diesen Topf zum Beispiel rein und da wieder raus. Das führt dann zu einer Lichtlaufzeitverzögerung, weil ja vorher war der Weg ja gerade, jetzt muss das Lichtteilchen da rein und dann wieder raus. Das dauert eben länger. Das kann man ganz genau messen. Unglaublich. Also im Sonnensystem zum Beispiel hat man das mit digitalen Sendern inzwischen gemessen. Da ist der Sender, ich glaube, zur Cassini-Sonde. Die sind ja, das Ding ist ja zum Saturn geflogen, also nicht direkt, sondern so, so einer großen Spiralbahn nach draußen. Und der hat einen digitalen Sender an Bord und der piepte eben immer. Und immer dann, wenn dieser Piepser so am Rand der Sonne so vorbei ist, dann musste ja die elektromagnetische Strahlung, Sie wissen ja, Radiostrahlung ist ja auch elektromagnetische Strahlung, die musste also in den Schwerkrafttopf, verursacht durch die 300.000 Erdmassen schwere Sonne, der musste in den Topf rein, musste dann wieder raus. Also man konnte eine Laufzeitveränderung beobachten. Genauso wie die allgemeine Relativitätstheorie das vorhergesagt hat. Ne, Raum und Zeit werden verbogen, werden gekrümmt von Masse und alle mögliche Strahlung, elektromagnetische Strahlung, läuft entlang dieser Raumzeitkrümmung. Und dementsprechend, wenn dann etwas an einer Raumzeitkrümmung von einem großen Körper vorbei muss, wie Harald das gerade erklärt hat, dann verzögert sich die Laufzeit, weil es länger wird. Also ein weiterer Hinweis, dass die wirklich richtig... David fragt, wie lange ich noch streame. Ich denke, das Video hier gucken wir noch zu Ende. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir es noch schaffen, eine Doku über Zeitreisen zu gucken, worüber ich eigentlich heute reden wollte, weshalb der Stream heißt, sind Zeitreisen möglich. Aber ich dachte, wir gucken mal nur kurz noch dieses Video über Stringtheorie zu Ende. Und ich drücke so oft auf Pause, dass wir jetzt schon über eine Stunde mit dieser halben Stunde beschäftigt sind. Gut ist, was es ja auch so schwer macht, sie mit den anderen Kräften zu vereinigen. Zurück zum Problem. Also das Licht läuft in der Raumzeit. Und jetzt können Sie sich natürlich Folgendes vorstellen. Wenn die Raumzeit gekörnt sein sollte, also wenn es da eine Körnigkeit gibt, in der das Licht läuft, dann ist das ja nicht so eine schöne, gerade Ausbreitung des Lichtes, sondern auf ganz lange Sicht, also auf ganz lange Lichtlängen hin. Jemand fragt im Twitch-Chat, ob Harald ein guter Prof wäre. Ich glaube, Harald ist ein guter Prof. Also der ist ja Professor. Ich weiß nicht, ob er noch einen Lehrstuhl inne hat, aber der ist beste Prof. EU West so. Müsste ja dann der Lichtstrahl so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen. So ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Hängt natürlich auch davon ab, wie lange jetzt so ein Lichtweg ist. Also je länger, umso besser. Also je länger die Sichtlinie wäre, umso eher könnte man feststellen, ob der Lichtstrahl ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Verstehen Sie, was ich meine? Also nehmen wir mal an, wir hätten hier ein Teleskop. Hier. So. Und Sie wissen ja, alle Astronomie ist... Flawless Teleskop. Flawless. Teleskop-Level Leonardo da Vinci malmäßig, wenn du weißt, was ich meine. Straight ins Louvre. Immer Blick in die Vergangenheit. Je weiter wir zurückgucken, umso länger ist es schon her. Okay, Mo schreibt, er hat tatsächlich einen Lehrstuhl inne und zwar an der LMU in München. Wir können die Entfernung eines Objektes ziemlich genau an der Rotverschiebung seiner Spektrallinien messen. Also wenn eine Spektrallinie, die wir hier im Labor beobachtet haben, nämlich zum Beispiel von Wasserstoff oder von Sauerstoff, wenn dann genau die entsprechende Spektrallinie bei sehr großen Wellenlängen auftaucht, dann wissen wir, dieses Objekt hat sich von uns sehr weit entfernt. Und die Idee des expandierenden Universums ist ja, der Raum breitet sich aus und dann entfernen sich die Objekte umso schneller von uns, die weiter von uns entfernt sind. Das ist ganz einfach, blasen Sie in den Luftballon, in dem Sie vorher ein paar Punkte verteilt haben, blasen Sie richtig rein, dann sehen Sie, die Punkte, die am weitesten voneinander entfernt sind, entfernen sich am schnellsten voneinander. Lineare Expansion. Bleiben wir mal dabei.
Okay, wir schauen also irgendein hochrot verschobenes Objekt an. Und dieses hochrot verschobene Objekt gibt also Strahlung ab, wie sie es gehört. Wunderbar. So. Okay. Und jetzt gucke ich mir einfach mal an, wie ist denn das Bild von diesem hochrot verschobenen Objekt? Ist das klar oder ist es verschwommen? Denn die Strahlen, die ja von diesem Objekt kommen, müssen jetzt über diese körnige Raumzeit drüber. Und diese körnige. Ja, also nochmal zur Erinnerung, die körnige Raumzeit ist keine echte Existenz, sondern das ist Grundlage einer Theorie. Ich glaube, es ist die Quantenschleifentheorie, wenn mich nicht alles täuscht, soweit ich jetzt dieses Feld zur Gruppe geblickt habe. Und die sagt eben, diese Körnigkeit des Raumes, die postuliert wird, die also noch nicht messbar nachgemessen wurde, müsste dafür sorgen, dass weit entfernte Lichtquellen, die durch diese Körnigkeit durchwollen, durch diese Körnigkeit des Raumes, müsste dafür sorgen, dass das Bild dieser Lichtquellen unscharf ist. Weil das Licht eben so minimal abgelenkt wird über die ganze Zeit. Aber nur minimal. Deshalb müsste es gerade bei weit entfernten Quellen sichtbar werden, weil die eben noch länger durch die Körnigkeit durch müssen als nahe Lichtquellen. Logisch. Ne? Das ist also der Experimentaufbau. Wir gucken uns weit entfernte Lichtquellen an, gucken, sind die scharf oder unscharf. Die Raumzeit müsste ja vielleicht, das ist jetzt ganz übertrieben. Nicht? Also das, ich kann ja nicht 10 minus 35 Meter malen. Ja? Das ist 20 Größenordnung kleiner als ein Atomkern. Sie wissen ja, ein Gramm von mir, auch von Ihnen, besteht aus 10 und 24 Teilchen. Das, sehen Sie, wie klein das ist. Also ich kann es nur andeuten. Sie wissen, was ich meine. Also nehmen Sie es mir nicht übel. Also, das ist ja auch interessant, das hat jemand im Chat nochmal bemerkt, das Video ist mindestens 8 Jahre alt. Es ist exakt 8 Jahre alt. Es wird im Juni 8 Jahre alt. Sogar 9 Jahre dieses Jahr im Juni. Und es wäre natürlich nochmal interessant, was sich in den letzten 9 Jahren auf diesem Feld getan hat. Ne? Wir haben jetzt einen Harald Lesch-Eintrag, Einstieg für dieses Thema, der sehr, sehr basic ist, der sehr, sehr grundlegend anfängt, was ich sehr, sehr interessant finde. Aber die Frage wäre natürlich, was hat sich in den letzten 9 Jahren auf diesem Feld getan? Aber es bewegt sich nicht so schnell, wie man wünschen würde. Ich meine, dass also hier die Raumzeitkörnigkeit dazu führen müsste, dass auch mein Lichtstrahl nicht straight ankommt, sondern irgendwie so ein bisschen verschoben. Also guck mal, das kann man ja machen. Mensch, was haben wir heute für Instrumente? Ist doch kein Thema. Was haben wir heute für tolle Teleskope? Da wird ja tief ins Universum reingeguckt, sehr lange und damit auch sehr tief und mit hoher Empfindlichkeit und so weiter und so weiter. Junge, da. Also, ja, gucken wir doch die Bilder an, guck mal an. Hat man gemacht, Sie werden es nicht glauben, die NASA hat es gemacht. Und was findet man dabei heraus? Im Englischen heißt es, the pictures are too crisp. Die Bilder hochrot verschobener Objekte sind zu klar. Wäre die Welt aus einer körnigen Raumzeit bestehend, würden wir erwarten, dass ab einer bestimmten Entfernung die Bilder ein bisschen verschwommen sind. Stattdessen sind sie klar. Oh, boah, doof. Ganz ups. Doof. Großes Problem. Sie können sich Big Upsi. Ich vorstellen, das ist, es gibt nichts einfach. Also, natürlich gibt es einfache Dinge, aber das ist eine Standardmethode in der Astronomie. Aristoteles zur String-Theorie auf dem Kanal. Interessant, cool. Das wäre auch nochmal was für die weitere Recherche. Dass man hochrot verschobene Objekte sehr genau beobachtet. Und jetzt kommt noch eine für Sie. Es gibt eine Art von Experiment, die kann man mit dem optischen Teleskop, aber auch mit dem Radioteleskop machen. Da schaut man sich an, da kommt eine elektromagnetische Wellenfront an. Und wenn diese elektromagnetische Wellenfront phasengleich ankommt, es gibt überhaupt keine Verschiebungen bei diesen Wellen, nicht vorwärts und nicht rückwärts, dann erzeugt diese phasengleiche Wellenfront auf meinem Teleskop ein Beugungsmuster. Das kann ich jetzt nur erzählen, weil ich die Bilder parat habe. Also mit anderen Worten, umgekehrt rum gesagt, sehe ich ein Beugungsmuster, dann weiß ich, die Strahlung ist phasengleich auf meinem Instrument angekommen. Sehe ich ein Beugungsmuster von einem Objekt, was Milliarden Lichtjahre von mir entfernt ist, auf meinem Teleskop, bedeutet das, zwischen mir, also meinem Teleskop und diesem Objekt, gab es nichts im Universum, nichts, zero, nothing, das die Ausbreitung dieser elektromagnetischen Wellenfront in irgendeiner messbaren Art und Weise beeinflusst hat. Können Sie sich das vorstellen? Da kommt also aus einem Objekt, das 12 Milliarden Lichtjahre von mir entfernt ist, kommt eine Wellenfront auf mein Teleskop und erzeugt dort ein Beugungsmuster. Boah. Das Weltall ist einfach so geisteskrank leer. Das ist so geisteskrank leer. Erinnert mich, dass ich euch gleich noch nach dem Video was über das Bullet Cluster erzählen möchte.
zu dem Thema. Das bedeutet, auf dieser Länge gibt es nichts im Universum, was die Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung beeinflussen könnte. Die Suche nach der Körnigkeit der Raumzeit, die zugleich die Längenskalen sein sollen, auf denen die String, die überschüssigen Stringdimensionen sich abwickeln oder aufgewickelt haben, diese Suche ist bis jetzt völlig, ich will nicht sagen im Sande verlaufen, aber es ist völlig ergebnislos. Alle Versuche, diese großen vereinigten Feldtheorien miteinander zu verbinden, zu einer ganz großen Theorie, die dann auch noch erklärt, was die Welt nicht nur im Innersten, sondern insgesamt als seiendes Sein zusammenhält, nämlich Raum und Zeit, sind bis jetzt gescheitert. Ja, so sieht es aus. Die Grenzen der Erkenntnis sind noch nicht überschritten worden. Im wahrsten Passend dazu schreibt jemand im Twitch-Chat, ich finde es unglaublich, dass die Menschheit gefühlt 99,999% Fragen haben, aber nur minimalst Antworten wissen. So kommt es mir vor. Da zeigt sich doch die Primitivität des klitzekleinen Menschen im großen All und was darüber hinausgeht. Also ich muss dem so ein bisschen widersprechen, weil ich sagen würde, wir haben wahnsinnig viele Antworten auf Fragen gefunden. Das ist Gegenstand von meinem ersten Buch gewesen, fast alles einfach erklärt. Das sind die Antworten auf die großen Fragen, die wir gefunden haben, wo man ja auch wirklich mal einmal eine Lanze brechen muss für die Wissenschaft, denn letzten Endes ist die Wissenschaft, wie wir sie betreiben, vielleicht 2500 Jahre alt, ja, grob gesagt. Eigentlich nochmal, wenn man es eher genau nimmt, Astronomie, wirklich das Verständnis, wie unser Sonnensystem aufgebaut ist, 500 Jahre her. 500 Jahre im großen und ganzen Kontext von, weiß ich nicht, 10, sagen wir 20.000 Jahre menschlicher Zivilisation, vielleicht 100.000 bis 1 Million Jahren menschlicher Existenz als Primaten überhaupt. Und dann haben wir 500 Jahre Wissenschaftsgeschichte versus 14 Milliarden Jahre Kosmos. Dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit so viel herausgefunden haben und so viele Antworten auf so vieles gefunden haben, dass wir wissen, was diese Lichter am Himmel sind, dass es Sterne sind, dass diese Sterne von Planeten umkreist werden, dass gewisse kleine matschige Flecke in unseren Teleskopen nicht matschige Flecke sind, sondern Galaxien oder Nebelwolken. Galaxien, die teilweise Millionen und Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, dass wir wissen, was schwarze Löcher sind, dass wir schwarze Löcher fotografiert bekommen haben. Die Liste von den Errungenschaften der Wissenschaft ist super, super, super lang. Wenn man sich jetzt aber in moderne Wissenschaft reinbegibt, dann würde ich dir zustimmen, kommen wir an Punkte, wo wir 99% Fragen haben. Vielleicht sogar 9999% Fragen. Und keine Antworten finden. Und Theorien aufstellen und Theorien suchen und Erklärungen versuchen, um diese Realität noch besser zu beschreiben als vorher. Aber das, was wir geschafft haben, um hier anzukommen, ist schon extrem beeindruckend. Und es ist auch umso beeindruckender, dass wir überhaupt uns diese Fragen stellen können. Ja, das muss man, glaube ich, einmal achieven. Also bevor man sich da so lost fühlt und das Gefühl hat, oh Mann, wir sind so klein und dumm und unbeständig, wir sind immer noch ziemlich schlau und haben ziemlich viel erreicht. Also ich finde, die Menschheit ist eine wahnsinnig beeindruckende Spezies. Klar, wir machen auch ziemlich viel Quatsch, wir führen Kriege, wir fackeln den Planeten ab und sorgen für eine Klimaerhitzung, die unseren Lebensraum und den von vielen Lebewesen, anderen Lebewesen ebenfalls bedroht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Wissenschaft angucke, dann denke ich mir, nice. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass wir hier angekommen sind und geile Fotos vom Weltall schießen können mit einem 10 Milliarden Euro, Dollar teuren Weltallteleskop, aber ich bin hier und feier's. Ich will es gerne so gut wie möglich verstehen, denn für mich ist es wirklich einfach beeindruckend. Die Vorstellung, dass wir Teil des Universums sind, was das Universum ist, wo es herkommt. I just want to know. Ja, diese Neugier, die einen antreibt. Und dass wir so weit auf der Reise sind, ist schon ziemlich cool. Und wir leben auch aktuell in einer coolen Zeit. Wir sind sehr weit vorangeschritten. Wissenschaft bewegt sich, Technik bewegt sich wahnsinnig schnell. KI und Quantencomputer. KI ist jetzt schon da, Quantencomputer sind noch weit in der Zukunft, aber KI wird schon und revolutioniert schon jetzt diese Forschungsfelder ungemein. Yes, yes, yes. War mir noch wichtig. Im Sinne des Wortes. Wir kommen immer näher und näher dran. Wir sehen immer mehr und mehr Effekte. Das ist ja auch toll. Also diese. Okay, Korrektur. Wir wissen nicht, was schwarze Löcher sind. Das ist korrekt, lieber Hardbox, Bot X. Aber wir wissen, dass sie existieren. Und das ist schon krass. Wenn du dir jetzt Galileo Galilei hierher bestellen würdest mit einer Zeitmaschine und sagen würdest, setz dich mal kurz, Kollego. Wir müssen mal kurz ein bisschen reden, comprende? Dieser Übergang
von der Theorie hin zu solchen Experimenten wie dem hier, ist ja ganz fantastisch. Aber es könnte sein, dass die Physik tatsächlich jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo sie sich überlegen muss, ob man sich nicht vielleicht einer ganz anderen Art von Erkenntnis zuwendet, nämlich weg von diesen Grundlagen, wo man sagt, okay, wir können zwar noch eine Reihe von Experimenten machen, aber möglicherweise sehen wir da gar nichts mehr, weil alles hinter einem großen Lichtschleier verborgen ist. Denn auch je genauer und genauer man Dinge betrachtet, umso höhere Energien muss man verwenden. Denken Sie nur, das LHC muss 7 TeV Protonen aufeinander schießen und dabei wird extrem viel Licht erzeugt. Das heißt, möglicherweise sieht man einfach dann gar nichts mehr. Es könnte sein, dass ein guter Weg in der Physik wäre, sich von diesen Fundamentalfragen nicht zu verabschieden, aber zunächst einmal abzuwenden und zu sagen, wir kümmern uns um komplexe Systeme. Denn da ist unser Know-how, unser Kenntnisstand viel, viel schlechter. Komplexe Systeme sind Systeme, die sehr stark miteinander und ineinander vernetzt sind. Wo man also noch nicht genau weiß, wie sind die Kopplungen, wie sind die Zwischenschritte, wie sind die Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Klima ist zum Beispiel so ein Fall. Aber auch das gesamte System Erde wäre ein sogenanntes nicht-linear gekoppeltes System, das hochgradig dynamisch ist und das natürlich auch seine Herausforderungen hat. Also könnte es sein, dass unser Weg ganz ähnlich wie bei der griechischen Naturphilosophie, wo man ja zunächst einmal geguckt hat, was ist denn nun eigentlich alles in der Welt? Irgendwann mal wieder, und dann sind die griechischen Philosophen auf den Menschen zurückgekommen. Sokrates hat mal gemeint, kein Baum kann mir sagen, was ich tun soll. Und damit hat er der Naturphilosophie erstmal das Wasser abgegraben. So könnte man vielleicht auch heute sagen, nachdem wir festgestellt haben, aus was die Welt besteht, wäre jetzt vielleicht als nächstes der lebendige Planet Erde wieder dran. Also weg von den Stringtheorien hin. Interessant, ne, zu sagen, okay, wir suchen jetzt in der Physik eher praktische Anwendungsbeispiele, anstatt uns in diesen ewigen 27 extra Raumzeitdimensionen irgendwo zu verlieren, nach der Suche, nach einer Erklärung irgendwo zu sagen, wir versuchen jetzt echte Systeme, die wir messen können, zu erklären auf gewisse Art und Weise und vielleicht darüber einen Weg auf die ganz großen Antworten zu finden. Cooler, netter Ausblick für das Thema. Zu den komplexen Systemen, wie sind die miteinander? Das Gehirn ist definitiv auch ein komplexes System. Also es gibt Biologen, die bezeichnen das Gehirn als das komplexeste Ding, was wir Menschen jemals im Universum entdeckt haben. Was schon eine krasse Aussage ist. Verkoppelt, um auf diese Art und Weise erstmal was herauszufinden, was für uns alle ganz wichtig ist und was vor allen Dingen tatsächlich im sokratischen Sinne sogar unser Tun und Handeln bestimmen wird, weil es geht um die Zukunft des Planeten und damit um unsere eigene Zukunft damit. Das heißt, also die Kenntnis von den Fundamenten des Daseins, da liegen wir momentan doch tatsächlich ganz gut im Rennen. Also wir kennen eine ganze Menge, merken aber, dass es möglicherweise eine Grenze gibt, die wir experimentell nicht unterscheiden können. Auf der anderen Seite gibt es Probleme, die was mit komplexen Systemen zu tun haben. Und wir könnten unseren an diesen Fundamentalfragen geschulten Verstand nehmen und könnten ihn in die Waagschale werfen, wenn es um die Frage geht, was sollen wir tun in Zukunft. Und dann wäre das hier eine grandiose Übung gewesen, unsere Logik, unseren Verstand und unsere Rationalität zu überprüfen und zu dem zu machen, was sie eigentlich tatsächlich ist, nämlich ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Danke. Rasiert. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Cooler Kanal, coole Vorträge. Harald Lesch, wahnsinnig spannend. Und jetzt möchte ich nochmal zum Abschluss des Streams euch nochmal kurz das Bullet Cluster zeigen. Ich hatte ja kurz schon eingänglich erwähnt, dass ich nochmal mit euch darüber reden wollte. Das Bullet Cluster sehen wir hier. Es sieht erstmal relativ unspektakulär aus, ist auch tatsächlich eingefärbt mit verschiedenen Techniken, weil wir ja gesagt haben, wie groß das Universum ist. Das Bullet Cluster ist die Kollision von zwei großen Galaxie-Clustern. Ja, Galaxie-Cluster sind große Strukturen von Galaxien, die zusammenhängen. Und bei dieser Kollision, das heißt, wir sehen hier, das ist ein bisschen verwirrend, aber das eine Galaxien-Cluster sehen wir ungefähr hier. Das ist die Bullet, das Geschoss. Und das andere Galaxien-Cluster sehen wir hier. Und das heißt Bullet-Cluster, weil es ein bisschen so aussieht, als sei dieser Teil hier, diese Bullet, wie eine Bullet von links nach rechts durch dieses Cluster hier geflogen. Bullet-Cluster, Geschosshaufen auf Deutsch. Und diese beiden Bullet-Cluster sind das Zuhause von, ich weiß gar nicht, ob hier eine konkrete Zahl steht, Tausenden Galaxien, wenn nicht sogar mehr. Unfassbar viele Galaxien sind innerhalb des Bullet-Clusters enthalten. Und bei dieser Kollision,
von diesen Tausenden, Abertausenden von Galaxien ist nicht eine einzige Galaxie tatsächlich mit einer anderen kollidiert. Die sind alle aneinander vorbeigeflogen. Nicht ein Stern ist in den anderen gekracht. Es gab keine Massenkarambolage, es gab keine Rettungsgasse. Die sind einfach alle aneinander vorbeigeflogen, weil unser Weltall einfach so riesig ist. Und die Distanzen so unfassbar groß, dass bei diesen Kollisionen keine Galaxien miteinander kollidiert sind, sondern aneinander vorbeigeflogen. Weil die Distanzen einfach so unglaublich weit sind. Ja, also das könnt ihr euch einfach vorstellen, die greifen, sind einfach aneinander vorbei. Man denkt dann, okay, da ist so viel Masse auf so viel Raum, die müssen miteinander eingeschlagen sein. Einfach aneinander durch. Das ist einfach unvorstellbar, von was wir hier reden, von was für riesigen Größen wir hier reden. Mehr zum Bullet Cluster erzähle ich in meinem neuen Buch, was im Oktober kommt. Ich weiß, das ist noch weit, weit weg. Ja, das ist noch weit, weit weg. Was allerdings miteinander kollidiert ist bei dieser Kollision, ist interstellares Gas. Und das sehen wir hier. Das ist rot eingefärbt. Dieses Gas ist miteinander kollidiert und hat sich dementsprechend aufgeheizt. Und deswegen konnten wir das so messbar machen. Das ist das Interessante an dieser Bullet Cluster Galaxie. Und zwar, dass du auf der einen Seite Gas siehst, unfassbar viel Gas. Die Galaxien, die sind alle aneinander vorbeigeflogen, das heißt, die sind hier links und hier rechts. Aber das Gas, das ist eben so ein bisschen in der Mitte geblieben, quasi zurückgeblieben im Zentrum. Das ist kollidiert, hat sich quasi verlangsamt. Trotzdem, und das ist sehr interessant, trotzdem befinden sich die Massezentren der beiden Galaxien etwas weiter außen. Das ist eines der größeren Rätsel der Kosmologie, warum bei der Kollision dieser Bullet Cluster die Massezentren, die wir per Gravitationslinseneffekt gemessen haben, also der Art und Weise, wie der Raum von großen Massen gekrümmt wird, warum die Masse nicht weiter im Zentrum ist. Weil wenn sich das Gas ja verlangsamt hat und das Gas quasi weiter in die Mitte eingerückt ist, aber die Masse trotzdem weiter außen liegt, das macht wenig Sinn, denn dieses Gas hat tatsächlich wesentlich mehr Masse als die Sterne und die Galaxien. Das klingt auch erstmal intuitiv, aber wir reden hier von Gaswolken, die mehrere Lichtjahre groß sind. Riesige Gaswolken mit unfassbar viel Masse. Und dementsprechend müsste eigentlich das Massezentrum eher da sein, wo das Gas ist, ist es aber nicht. Und die beste Erklärung, die wir dafür haben, ist dunkle Materie. Dunkle Materie ist ebenfalls bei dieser Kollision dabei gewesen, hat nicht miteinander wechselgewirkt, ist nicht abgebremst, ist ebenfalls wie die Galaxien weitergeflogen. Und wir sehen hier draußen das Massezentrum, weil die dunkle Materie plus das Licht der Sterne doch mehr Masse haben als die Gaswolken in der Mitte. Rede ich mal im Buch drüber. Ist auf jeden Fall eine crazy Sache. Genau, dann müssen wir keine Angst haben, wenn Andromeda mit der Milchstraße kollidiert. Exakt so ist es. Das ist auch die Prognose für die Kollision von Andromeda, Galaxie und Milchstraße. Man stellt sich das vor wie die wildeste Massenkarambolage, die man sich vorstellen kann. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht ein einziger Stern in einen anderen schlagen wird, weil die Distanzen zwischen den Sternen so riesig sind. Schon wild. Ich freue mich schon auf dein neues Buch, aber ich werde es mir nicht mehr bei Thalia kaufen, denn die haben 2 Euro mehr als der Originalpreis verlangt. Das dürfen die eigentlich gar nicht. Ich glaube, alle Buchhandel sind an den Buchpreis gebunden. Das Einzige, was, glaube ich, passiert allerdings ist, dass seit dem Release das Buch 1 Euro teurer geworden ist. Also von 17 Euro auf 18 Euro ist es, glaube ich, gesprungen. Also mittlerweile kostet es überall 18 Euro. Du kannst es dir aber auch gebraucht kaufen. Für Geld sparen oder in der Bibliothek ausleihen. If that's your thing. Genau. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich hoffe, alle VOD-Watchenden sind sicher eingeschlafen. Oder alle Livestream-Zuschauer, die das hier tatsächlich zum Einschlafen genutzt haben und alle anderen, die wach geblieben sind, haben hoffentlich mit mir ein wenig was gelernt. Falls ihr also gerne mehr Space-Content und Wissenschafts-Content zum Einschlafen wollt. Ich mache mal vielleicht, wenn diese Livestream-Serie tatsächlich fortgeführt wird, mache ich eine Playlist. Dann könnt ihr einfach, wenn ihr mal richtig lange nicht einschlafen könnt, einfach die ganze Playlist durchlaufen lassen. Oder ansonsten empfehle ich noch auf meinem YouTube-Kanal meinen Live-Auftritt oder meine Sonnensystem-Doku. Das Problem bei der Sonnensystem-Doku, das sind halt normale YouTube-Videos, da schreie ich viel rum. Hier habe ich jetzt extra versucht, langsam und tief und leise zu reden, dass ihr nicht komplett wegratzt. Dass ihr eben komplett wegratzt. Sorry, so rum.
Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt eine schöne, gute Nacht. Viel zu interessant zum Pennen, Bro. Das war mein Struggle. Ich habe angefangen, Wissenschaftsvideos zum Einschlafen zu gucken und plötzlich habe ich mich so sehr dafür interessiert, dass ich gesagt habe, ich muss da irgendwas mitmachen. 4 Jahre später ist über Wissenschaft reden mein Job. Was ein bisschen verrückt ist, wenn man sich reinzieht, dass ich nichts Wissenschaftliches fertig studiert habe, sondern einfach nur alles mir selber beigebracht habe. Also es gibt viele, viele Wege da draußen, vielleicht noch eine kleine inspirierende Message. Es gibt viele Wege zu euren Stilen oder zu euren Leidenschaften, auch wenn man nicht wirklich glaubt, dass das funktionieren kann, weil man denkt, hey, ich habe da doch gar keine Ausbildung drin. Klar, wenn du jetzt Herzchirurg werden willst und morgen ohne Studium vor der Charité stehst, dann werden die wahrscheinlich sagen, schwierig, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder beeindruckend, wenn ich mir mein Leben anschaue, was ich die letzten 10 Jahre so gemacht habe und wo ich jetzt mittlerweile gelandet bin, hätte ich nicht gedacht, dass es diese Wege geht und ich freue mich auch auf alle Jahre weiterhin in den nächsten, alle Jahre, die noch bei mir kommen und bei euch auch. Es werden spannende Dinge passieren in der Wissenschaft und in unserem Leben, versprochen. Alles Gute euch, gute Nacht.